Yes, yes, yes. Jetzt ist, glaube ich, alles gut, oder? Bild 1A, Ton auch. Das großartige Feelgood-Neon-Schild, nennen wir es mal. Gut ist. Legen wir los. Bam, bam, bam. Feelgood Podcast. Hoi, Matt. Hoi, Joel. Wie geht's? Ja, gut. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben uns erstens schon lange nicht mehr gesehen. Und zweitens hatten wir uns vor einer Woche oder so. Ich glaube, vor einer Woche. Aber wo haben wir uns denn zuletzt gesehen? Hey, zuletzt ist eine gute Frage. Also, entweder an irgendeinem trümmeligen Küppel-Event. Ich weiß es auch nicht. Oder wo man noch. Nein. Bist du mal im Zelt gesehen, vielleicht? Ja, ich bin mal im Zelt. Bist du auch mal gesehen? Ja, aber nicht, ich glaube nicht, wenn ich weiß es nicht. Ja. Mm-mm. Ich weiß, dass wir schon Sachen zusammen gefilmt haben. Mhm. Noch für Energy. Weiß ich nicht was. Energy Air, Energy Star. Nein. Aber du bist ja bei Energy gesehen oder bist du genau. Immer noch bei Energy? Nein, du bist nicht mehr. Puh, 6 Jahre nicht mehr. Ah, okay. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt. Wir sind auch überhaupt noch aktiv gewesen, die letzten 4-5 Jahre. Von dem sind wir immer noch auf 6 Jahre zurück. Wahrscheinlich haben wir uns nicht zuletzt gesehen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und wir haben uns mal gesehen am Basel-Tattoo. Wirklich? Ja. Yeah. Das weiß ich nicht mehr. Siehst du? Also wo, wie? Ja, irgendwie. Ich bin Joggen schauen, du bist Joggen schauen und dann irgendwie haben wir uns... Also dort auf dem Kasernenareal? Mhm. Dort im Publikum? Mhm. Ja. Ja, so hallo, tschüss. Wir haben geredet, ja. Okay, das weiß ich nicht. Jetzt. Yeah. Jetzt merke ich schon, jetzt kommt es ähnlicher wie beim James Grunz. Jetzt kommt Basel-Dialekt. Jetzt kommt es Basel-Dialekt. Ja. Sobald ich sage Basel-Tattoo, so ja, wirklich. Ja, ja. Nein, es ist ja meine Muttersprache, also Mutter-Dialekt eigentlich wirklich. Es ist die ersten 20 Jahre in Basel aufgewachsen, das verlierst du nicht mehr. Das verlierst du nicht. Dann halt wieder führen, wenn du es brauchst, gell? Genau, genau. Du verlierst es zwar nicht, aber es verschwindet zum Teil ein bisschen. Ja, ich glaube, es verschwindet, aber es ist immer noch da. Ja. So ein bisschen halt im Hintergrund und eben es taucht dann wieder auf, wenn die Gelegenheit sicher geht. Ich finde das schön. Es ist ja in deinem Fall, für die Musik ist ja nie ein Problem gesehen, was Dialekt und so Sachen anbelangt. Das ist ja, man singt auf Englisch den ja, ich weiss nicht, wenn wir jetzt wirklich ein Berndeutsch gehabt hätten, ein schönes oder so, ja. Oder heute auf Berndeutsch reden, vielleicht hätten wir dann mal erwogen, zum Mundart singen, aber Baseldeutsch, ich meine, eben, beim Baschi, hörst du, wie es tönt, gell? Nein, er macht es gut. Also, es ist, aber er hat am Anfang eben das Berndeutsch gesungen. Hat er? Ja, ja. Das weiss ich gar nicht mehr. Doch, seine erste Platte ist... Ist recht Berndeutsch gesehen. Ja, hat sie auch auf Hochdeutsch, hat er auch gemacht. Richtig. Ist auch gut gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade überlegt. Doch, irgendwann hat es nicht mehr gewechselt. Und jetzt hat es ja. Ich denke so, das, was in der Werbung gut funktioniert, so Mittelland, Bahnhof Büffen Olten, das ist ja, wenn man eben viel rumreist und so, dann kriegt man irgendwann die Mischung, oder? Dann sagt man irgendwie ein Wort auf Baseldeutsch, eins auf Zürichdeutsch, eins tönt Berndeutsch und irgendwie gibt es dann so eine Gesamtakzeptanz. So. Aber zum Singen sagt man schon immer Berndeutsch Six. Ja, ich frage mich auch wirklich, an was es liegt. Vielleicht, wenn jetzt jemand wirklich so... ja, es gibt einfach fast niemanden, wo sagen wir, Popmusik macht auf Baseldeutsch, wo Erfolg hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur am Dialekt liegt oder einfach an der Qualität von, vielleicht, von der Musik. Hip-Hop ist riesig gesehen in Basel. Hip-Hop ist gross gesehen, ja. Finde ich passt auch super. Ja. Also so zu Baseldeutsch so. Ja. Aber eben, vielleicht ist immer schon klar gesehen, dass ja, ja, es ist, ich kann mich erinnern, die ersten Songs, die ich geschrieben habe, mit 14 oder so, mit 15, sind schon auf Englisch gesehen. Es ist immer so, Musik machen ist für mich immer mit Englisch verbunden gesehen. Außer ganz am Anfang, wo wir mit der ganzen Familie Musik gemacht haben, da haben wir viel Mundartmusik gemacht, haben meine Mutter auch geschrieben hat, die Songs, und da sind wir dann mit der Familienmusik eigentlich, so mit Buchli-Familie geheissen, sind Strassenmusik machen, sind viel mit der Kelly-Family verglichen worden. Gerade gedacht, irgendwann habe ich so etwas schon mal gehört. Ja. Genau, und dort ist viel Mundart gewesen, aber meine Mami ist ursprünglich von Bern und darum hat das auch so ein bisschen Berndeutsch getönt. Ah, okay.
Aber der Bündner Einfluss ist dann nie gekommen, weil dort sind wir ja schon auf Englisch am Spielen gesehen. Ja, er ist dann schon gekommen, aber für mich weniger. Für den Esra eigentlich auch weniger. Für den Joe und für den Simri, die auch in der Band sind, für sie beide, sie haben eigentlich voll Bündner Dialekt, wenn sie Bündnerdeutsch reden. Weil sie jünger sind? Nein, der Joe ist 2 Jahre jünger als ich und der Esra ist 4 Jahre jünger als ich, obwohl er hat auch recht Bündner Dialekt angenommen. Yeah. Aber irgendwie, ich glaube, es hängt einerseits damit zusammen, wie offen bist du für das, also um den Dialekt an, und wie bist du dann vernetzt, auch irgendwie neu. Yeah. Und ich glaube, der Joe und der Simri speziell sind mega vernetzt gewesen mit Schule und Ausbildung und so. Und der Esra zum Beispiel, obwohl er jünger ist als der Joe, ist noch länger in Basel geblieben nach Australien, ist da in die Jazzschule gegangen und hat von dem her so, ja, vielleicht bis 18 oder 20 hat er halt auch nur Baseldeutsch und Englisch geredet und von dem her ist er dann schon fast zu alt gewesen, um Bündner Dialekt wirklich anzunehmen. Aber darum können ja die Leute zum Teil nicht glauben, dass die Brüder sind, oder? Weil sie oft so ist, die behaupten es einfach. Nein, es ist total verwirrend. Es ist auch, ich habe schon Mails bekommen, hey, könnt ihr mir mal so erklären, wo ihr eigentlich sind, weil jeder von euch redet anders. Wir lesen in den Medien, sind von Graubünden, aber aufgewachsen in Basel, in Australien. Wie lange sind sie in Australien gewesen? Und all so Sachen ist so ein bisschen verwirrend, aber es macht es vielleicht auch spannend. Ja, ich finde auch schwierig die Definition von wo man ist, oder? Ist man aus dort und dort, weil man eben dort geboren ist, oder ist man vor dort und dort, weil man irgendwie 20 Jahre dort gesehen ist? Und eben in einem Fall dann noch schnell ans andere Ende von der Welt zu gehen. Ja, das Weiterbummler-Ding. Ja, ich denke, es macht es auch spannend, wenn jemand nicht ganz so einzuordnen ist. Ich glaube, das hilft uns ein bisschen. Und wir haben das, ich glaube, es war auch ein bewusster Entscheid gewesen, dass man uns so ein auch als Bündnerband vermarktet eigentlich. Ja. Bis ich dann auf der Bühne stand und sage, hallo zusammen, wo sind wir? Ja, wir sind von Graubünden. Dann spätestens kommen die ersten Fragezeichen. Aber es ist halt auch etwas Spezielles und es ist wirklich auch als unsere Heimat für uns. Also Graubünden, Domlesch, Scharanz, dort sind wir daheim und dort sind wir auch noch in Australien mit der ganzen Familie gewohnt. Von dem her stimmt das schon. Aber du wohnst nicht dort? Nein, ich habe lange zu Binnigen gewohnt. Ja. Yeah. Und jetzt in Reichenburg zwischen Zürichsee und Wallensee mit meiner Verlobten ganz frisch zusammengezogen. Das ist eine schöne Gegend dort. Ja, ist super. Voll geil. Ja. Und wenn ich eure Songs los, dann höre ich nicht so viel australisch raus. Mhm. Aber wenn du redest, hast du dann proper Aussie? Nein, ich glaube nicht. Also, auch weil schon vorher halt Englisch vielleicht geredet. Ja, weil ich vorher Englisch geredet habe. Und ich bin insgesamt in meinem Leben gleich viel mehr mit, ich sage jetzt mal, amerikanischem Englisch halt, mit Film und Musik in Berührung gekommen als mit australischem Englisch. Wenn ich jetzt würde reden, vielleicht ein bisschen, aber beim Musikmachen ist es ja eh so, wenn zum Beispiel los ist, wie Adele redet, wie sie singt, sind die auch Welten. Also sie singt ja eigentlich auch im amerikanischen Englisch. Ja. Beatles haben eigentlich auch sehr oft im amerikanischen Englisch gesungen und wenn sie geredet hast du ja mit einem Liverpool-Accent hast du ja gut verstanden. Und Australisch ist eigentlich ähnlich. Yeah. Also wirklich, sobald eigentlich jemand anfängt zu singen, auch, ich meine, Ed Sheeran singt auch nicht wirklich Englisch. Weißt du, was ich meine? Singt auch mit dem amerikanischen Englisch-Dialekt und so mir eigentlich auch. Also, beim Sam Fender habe ich es jetzt recht gemerkt. Ja. Es gibt solche, die zelebrieren das mega. Er hat auch nur so einzelne Wörter, die dann sehr im Dialekt sind. Ja. Und danach wird es wieder ein bisschen, ich sage jetzt, ein bisschen cleaner sozusagen. Ja. Es hat sicher mit der Verständlichkeit zu tun. Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Weil schlussendlich sollte man ja auch noch verstehen, was man sagt, oder? Ich glaube, es tönt halt einfach besser. Ich glaube, darum würde ich wahrscheinlich auch eher Richtung Berndeutsch gehen, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Mundart würde singen. Einfach, weil es am besten rollt und irgendwie am besten tönt. Hast du den Mundart-Text schon mal geschrieben? Oder? Ich habe mal so ein bisschen ansatzweise. Aber nicht wirklich ausgearbeitet, die Songs. Das heisst, wo du angefangen hast zu schreiben, ist auf Englisch gesehen. Und mit der Zeit hat sich das dann weiterentwickelt. Hast du irgendeinen Punkt gemerkt, wo du gemerkt hast, jetzt wird die zum Beispiel beim Songwriting wird jetzt deutlich besser? Nein, leider nicht. Leider ist der Punkt nie gekommen. Sicher nicht. Nein, es ist,
Nein, es ist wirklich nicht. Es ist, Songwriting ist etwas mega Spezielles, weil du kannst auf der einen Seite, kannst, meiner Meinung nach, kannst du die eine Seite vom Songwriting so ein bisschen das, die Fertigkeit zum Wissen oder zum Abschätzen, was funktioniert nicht und was ist da wichtig und so, das kannst du ein bisschen lernen. Mhm. Und das andere kannst du eigentlich nicht lernen, weil es geht ja beim Songwriting eigentlich darum, dass du das, was du drin hast oder erlebt hast, also die Gefühle irgendwie kannst auf das Blatt bringen oder eben in Musik kannst umwandeln. Weil dann berührt es ja die Leute und das kannst du irgendwie nicht lernen. Yeah. Und ich habe das Gefühl, weil wenn es irgendwie lernbar wäre, wirklich von A bis Z, dann würde es ja irgendwie auch Artificial Intelligence, irgendwie Programme geben, die irgendwie ein Lied schreiben können und wo dann die Leute wirklich bewegt. Aber das gibt es, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Und ich habe das Gefühl, das wird es nie geben, weil du eben nicht lernen kannst. Es ist wie, es gibt kein Gesetz oder keine Reife, es gibt keine Richtung und Falsch und du kannst irgendetwas machen und es ist ständig wieder im Wandel. Yeah. Von dem her ist es, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besser geworden bin, als dass ich irgendwie mal gemerkt habe, jetzt habe ich es im Griff. Und ich glaube, es ist auch bei allen anderen so. Es ist, niemand kommt wirklich jemals zum Punkt, wo er sagt, hey, ich bin so ein guter Songwriter, ich habe es irgendwie im Griff. Weil bei jedem Song fängst du irgendwie wieder von Null an und hast keine Ahnung, ist es gut, ist es nicht gut, was ist gut, was ist nicht gut. Ja, es ist eigentlich brutal. Ja, und sprich, wenn es mal bei jemandem so ist, dann nachher ist es eine große Selbstgefälligkeit. So, ja, hey, was ich mache, ist eh geil. So, das dürft ihr ja auch nicht haben. Ich meine, es gibt schon die sensationellen Songwriter. Standard. Ich meine, Paul McCartney, John Lennon, was die zusammengeschrieben haben, das ist einfach unglaublich. Und wenn du nachher schaust, was sie einzeln gemacht haben, es ist um Welten weniger gut. Also behaupte ich jetzt einmal. Yeah. Sie haben schon der eine oder andere wirklich gute Song zustande gebracht, einzeln. Aber was sie zusammen zustande gebracht haben, ist einfach sensationell, finde ich. Und bei ABBA das Gleiche. Was die beiden Songwriter, Björn und wie heißt der andere? Das weiß der Christoph. Björn und der Benny. Beat finde ich aber gut. was die für Songs geschrieben haben, ist einfach unglaublich. Yeah. Und nachher haben sie auch beim ABBA-Museum gesehen. Also vor 40 Jahren. Ja, vor 40 Jahren. Aber sie sind jetzt wieder mit einem Abend aus. Eben, aber nicht, was sie jetzt geschrieben haben. Ja, ich finde leider auch. Ich finde leider, sie haben mich auch nicht abgeholt mit dem neuen Album. Also kleine Seitenbemerkung, ich behaupte, es ist einfach die B-Sache von damals. Kann gut sein. Das ist meine Behauptung, dass die gar nicht Neues geschrieben haben. Sondern was haben wir noch in der Schublade? Ja, komm. Kann gut sein, ja. Ich muss dich zwar korrigieren, ich habe gleich das Gefühl, dass gerade vom Textlichen, hast du das Album gehört? Ja. Yeah. Ich habe kleiner gehört, ich habe nicht alles gehört, aber ich habe gleich gemerkt, dass das vom Inhalt her, ist glaube ich schon aus dem Leben gegriffen, von den Sachen, die sie jetzt, wo ihnen jetzt durch den Kopf gehen und so erleben. Also, weil wenn los ist, was sie singen, dann merkst du irgendwie, vielleicht ich bin so eine alte Frau und so viel falsch gemacht oder so. Nein, aber auf jeden Fall finde ich... Und das ins Museum? Was hast du? Ich bin mal im Museum gesehen. Hast du das unterbrochen? Ja. Ich finde einfach, eben, du kannst es nicht lernen, zu deiner Frage. Ja. Nach 5 Minuten zum Beantworten jetzt. Hey, ich glaub, ist ein Podcast, das ist schon gut. Du kannst es nicht lernen und es ist irgendwie Glück und am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Partner, Partnerin, wo du irgendwie das zustande bekommst, also die Leute wirklich bewegt und... Und das kann über einen gewissen Zeitraum so sein und danach ist das wieder nicht mehr, weil irgendwie der Kopf oder die Emotionen kommen nicht mehr führen und so. Es ist ganz etwas Spezielles. So. Ja, dort sehe ich natürlich schon eine große Parallele zur Comedy, weil es gibt ja auch keine Artificial Intelligence, wo Jokes schreibt und wo ganze Programme und Specials kann zusammensetzen mit Storytelling. Das gleiche mit Bücher und Film und also irgendwie alles, wo noch eine kreative Note, wenn jetzt sogar der Hauptantrieb die Kreativität ist, habe ich das Gefühl, zum Glück wird das irgendwie nie ganz lehrbar sein. Ja, ich glaube, weil es verbunden ist mit, zum Beispiel jetzt Comedy ist verbunden, das, was du machst, hängt zusammen mit deiner Persönlichkeit. Ich meine, es ist glaubwürdig, wenn du die Sachen erzählst oder darbietest, die echt sind. Ich meine, wenn du jetzt eins zu eins
ein Programm würdest übernehmen von einem amerikanischen Comedy-Star, mhm. ich glaube, das wäre nicht echt. Du könntest echt eins zu eins die gleichen Witze erzählen, aber es würde wahrscheinlich fast niemand lachen. Gibt ein paar in der Schweiz, die das machen. Ja, wirklich? Was bewusst eins zu eins übernehmen? Ja, also nicht, also, nicht so, nicht so deklariert, ja. Aber ja, weißt du, so Open Mics halt. Mhm. Ich glaube, alle fangen an mit irgendwie etwas Gestohlenem sozusagen und übersetzen. Und etwas ein bisschen halt anders machen und ein bisschen draufsetzen. Hoffen, ja. Also es gibt ja grosse Stars, wo das noch siehst, wo dann irgendwie merkst, aha, sie haben einfach das Wort ersetzt, aber es ist genau die gleiche Struktur, und es ist genau der gleiche Joke und so. Und natürlich, die Persönlichkeit hat extrem viel damit zu tun. Ja. Also weißt du, zum Beispiel in Deutschland, wo Comedy zum Teil wirklich so als Pop-Business betrieben wird, wo dann andere Texte für einen guten Performer oder eine gute Performerin schreiben. Mhm. Dort verhebt das vielleicht für 5 Minuten, aber irgendwann, wenn es dann ein richtiges Programm soll werden, dann geht es gleich auseinander. Ja. Es ist dann halt so, eben so unpersönlich. Es ist dann oft so, beim Fliegen ist das passiert und Brunch, was ist eigentlich mit Brunch los? Also weißt du, wie meinst du, es bleibt dann so immer so ein bisschen an der Oberfläche. Ja. Ja, es ist spannend, ich kenne mich nicht so aus, aber wenn du zum Beispiel Stefan Raab anschaust, ich meine, der hat ja auch für seine TV-Total-Sendung, die glaube ich 5 Monate Woche oder so stattgefunden hat. 4 oder 5, ja. Er hat ja auch, ich weiß nicht, 30, 40 Leute gehabt, die im Hintergrund geschafft haben und Filmmaterial zusammengesucht haben und Witz geschrieben haben und so. Und so wie ich es verstanden habe, ist dann einfach gekommen und gesagt, das und das ist gut und so machen wir es. Oder das ist er hat es einfach können verkaufen, gell? Genau, weil das ist ja dann das absolute Volume-Business. Mhm. Also so eine Late-Night-Show, das, ich weiß nicht, ob es überhaupt etwas Vergleichbares gibt in der Musik, aber das wäre, wie wenn es würde heißen, du musst jeden Tag einen neuen Song am Radio performen. So, und dann die Masse kannst du gar nicht allein bewältigen. Ja, also du kannst nicht jeden Song, jeden Tag einen Song rausballern, wo ein gewisses Level an Qualität kann behalten. Mhm. So, und eben bei einer Fernsehsendung sind es noch so viele andere Faktoren. Eben Clips raussuchen. Mhm. Und so weiter. Ja, ich habe eine Late-Night-Show gemacht, allein. Ja. Und habe dort mal ein Feedback gekriegt von jemandem vom Schweizer Fernsehen, wo ich schauen kann. Mhm. Mit Interesse vielleicht irgendwie zusammenzuschaffen und so. Und das Feedback ist gesehen, es ist halt kein Harald Schmidt. Okay, also als Kritik, es ist zu wenig gut, verglichen mit Harald Schmidt. So, Kollege, Harald Schmidt hat 65 Mitarbeiter und es ist der fucking Harald Schmidt. Ich bin irgendwie 22 gesehen, weißt du, und habe allein mit Hilfe von 3 Leuten, jemand, der am Oben ein bisschen geschaut hat, dass alles läuft, mit Co-Produzent sozusagen. Der DJ Johnny Holiday, der auf die Musik eingespielt hat, während der Show. Mm-hmm. Und für die ersten paar Shows hatte ich noch einen Co-Autor. Von welchem Sender war das? Gewesen? Hey, auf keinem. Es war in Basel im Theater. Aha, so, ja. Und wenn ich sage auf keinem, meine Tele Basel. Ja, yeah. Okay. Dort ist eine Staffel so zusammengefasst, so in Zusammenschnitt. Also weißt du, die Live-Show ist irgendwie 2 Stunden gegangen. Ja. Und dann haben wir das abgeschnitten auf, ich weiß nicht, 40, 45 Minuten, sowas. Ich finde, der Dings macht es noch gut. Der, wie heisst seine Show? In der Schweiz? Comedy, ja, in der Schweiz. Deville, genau. Ja. Ich finde ihn noch gut. Also ich muss sagen, ich schaue es nicht viel und habe geschaut, aber ich sehe einfach zum Beispiel meistens auf Instagram die einspielen und wirklich also sehr gut produziert und einfach wirklich unterhaltsam. Eben, und allein dort, sie ist ein Riesenteam, oder? Riesenteam. Also, sie sind sehr wahrscheinlich, behaupte ich jetzt so von außen gesehen, sich um 2-3 Leute unterbesetzt. Ja. Einfach weil das Budget nicht so. Aber sie haben mindestens 10. Aber ja, es sind auch 12 Leute, so. Die daran arbeiten. Genau. Und denen recht ist natürlich noch nicht Kameramenschen. Und, also schon einiges an Arbeit, die du musst bewältigen. Ich glaube, es ist brutal. Weil du musst ja am Fernsehen. Ich meine, es ist, glaube ich, nochmal etwas anderes, wenn du auf der Bühne stehst als Unterhalter und die Leute setzen alle da und schauen dir zu. Ja. Auch dann musst du jede Sekunde eigentlich unterhalten. Ja. Aber im Fernsehen ist das noch viel mehr, weil die Leute sind noch viel mehr abgelenkt. Und wenn du im Fernsehen irgendetwas machst,
musst einfach noch filmen. Jede Sekunde muss einfach verheben und muss spannend sein. Oder vielleicht alle 3 Sekunden muss irgendwie wieder mal etwas kommen. Oder die Leute müssen die ganze Zeit gefangen sein. Darum habe ich jetzt das Gefühl, Musik im Fernsehen. Darum bringt jetzt SRF fast keine Bands und Musik mehr. Weil dann schalten die Leute einfach weg. Es interessiert sie einfach nicht. Weil es E-Playback ist und es kommt einfach nicht rüber. Es ist einfach so schwierig, wenn jetzt wir einfach als Band im Fernsehen einen Song performen, dass es spannend ist, für die Leute zum Zuschauen, also das ist fast nicht möglich, weil du musst irgendwie noch ein Element mehr reinbringen, dass die Leute irgendwie zuhören. Darum funktionieren ja mittlerweile effektive Musikformate. Weißt du, Sing mein Song zum Beispiel, oder? Weil halt es geht dann nur um die Musik, aber es hat trotzdem eben noch eine Zusatzkomponente. Es ist nicht auf der Musikshow, komm, wir singen alle einen Song und dann gehen wir wieder, oder? Das ist zum Beispiel etwas, was mir bei der Comedy fehlt. Immer wenn es eine Comedy-Show gibt, heisst es, jemand moderiert es und es treten ein paar auf und die machen 5-10 Minuten vor irgendeinem Programm oder tun etwas zusammensetzen. So. Dort fehlt mir eigentlich eben so wie eine Panel-Show in den USA und vor allem England, mehr ein Zusammenspiel, wo es dann irgendwie eben noch ein Zusatzelement gibt. Weil irgendwann hast du ja die Leute gesehen, einfach auftreten eben mit ihrem Ding. Genauso wie du sagst, Musik. Nur wenn du einen Song spielst, hast du am Fernsehen jetzt nicht etwas Spezielles gemacht. Weil da könnte man genauso gut auf YouTube den Videoclip schauen. Und der ist wahrscheinlich noch geiler. Weil dort hat man 2-3 Tage gefilmt und hätte vielleicht sogar ein Storyboard und es ist nicht, da stehst du jetzt im Studio 1, wir lassen die Musik ab und die bewegen euch ein bisschen. Oder? Das ist recht speziell. Ich weiß auch nicht, wie er heisst. Ich bin saumässig schlecht mit den Namen, aber ich habe gerade kürzlich der schwarze Komiker von den USA ist auf Netflix. Das ist nicht der Kevin Hart. Das ist ein anderer, der so viel so ein bisschen gerade an der Grenze so mit Gender-Witz und Chappelle. So. Der Chappelle, genau. Dave Chappelle. Ich finde, das ist unglaublich gut. Und wenn er das... und ich habe einfach gestaunt, als ich das geschaut habe. Ich meine, es ist dann irgendwie, ich habe dann in den Film geschaut, bin dann leider heim gesehen und dann um Mitternacht irgendwie noch ein bisschen rumgezappt auf Netflix und bin ich fängst und dann sagen, das finde ich eh nicht gut und so. Komm, ich schaue mal, wie das so macht und so. Und du bist wirklich, und der hat dich einfach abgeholt. Weißt du, vom ersten Moment, wenn er mit der Gestik, wenn er da rumgelaufen ist, einfach er, ein Stuhl und ein Mikrofon. Und das ist schon unglaublich. Also weißt du, ich glaube, wenn du das mal schaffst, wirklich so eigentlich so einfach und trotzdem ist durch lange Übung vermutlich, also vermutlich hat er auch, keine Ahnung, 50 Shows gebraucht mit dem ungefähren Programm, bis er gemerkt hat, wann kann er was bringen und wie weit kann er gehen, was funktioniert, wie tut er die Show aufbauen. Der Chappelle ist natürlich ein absolutes Unikum. Also das letzte Programm jetzt habe ich zum Teil ein bisschen schwierig gefunden, weil ich aber gefunden habe, er verschießt sich völlig in die LGBTQ-Thematik. Ja. Also weißt du, wirklich nur noch? Ich weiss auch gar nicht, ob das letzte ist gesehen, wo ich geschaut habe. Das ist vielleicht auch etwas Älteres. Weil er hat jetzt irgendwie 5 rausgehauen in den letzten 2-3 Jahren. Aber was natürlich ist, er ist ein jenseitiger Performer und ich bin auch immer der Meinung, dass ich nicht gleicher Meinung muss sein wie ein Comedian, um die Person als Comedian toll zu finden. Du kannst ihn auch schätzen als, absolut, weil es geht als Künstler mit seiner Fertigkeit. Genau, es geht natürlich, um die Fertigkeit, um das künstlerische Handwerk. Und ich als Student von Comedy, ich sehe mich wahrscheinlich ein Leben lang als das, eben so wie beim Songwriting, wenn man das Gefühl hat, das passiert nie sozusagen, bin ich dann immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich, wo es durchgeht, verwünscht er einem wieder. So, und das hast du bei wenig Leuten. Und Chappelle hat zum Beispiel über ein Jahr effektiv in New York als Street-Performer. In so einem Keller oder irgendwie so? Nein, sogar wirklich Street im Central Park. Krass. Einfach Leute. Nur auch mit einem kleinen Verstärker und einem Mikrofon, oder zum Teil nicht einmal mit einem Verstärker. Ich glaube zum Teil wirklich einfach nur. Gell, so lernst du es. Das ist die härteste Schule. Und einfach zu schaffen, dass Leute stehen bleiben. Das ist eben wie beim Fernsehen, oder? Dass die Leute hängen bleiben und wirklich dranbleiben. Dass die Leute kommen, stehen bleiben und am Schluss sogar noch Geld irgendwie in einen Hut werfen oder so. Das ist ein anderes Level. Ja, so.
Hast du das Gefühl, wo die Strassenmusik gemacht haben, hat das viel ausgemacht für die musikalische ich sag jetzt Entwicklung? Ja, ich glaube schon. Und Live-Performance? Ich glaube schon. Also erstens das mit der Familie eben auf Strassenmusik und so, das, weil dort merkst du einfach. Ich meine, du merkst, ob es funktioniert oder nicht. Und ja, du bekommst einfach kein Geld. Wirklich, wenn die Leute nicht stehen bleiben, sind sie interessiert, gehst du einfach mehr ohne Geld heim. Und dann merkst du einfach. Das ist ein direktes Feedback, ja. Ja, und dann auch wahrscheinlich ähnlich wie du, wenn du das Programm studierst, probierst du das wahrscheinlich auch ein paar Mal aus irgendwie in einem kleinen Kreis. Oder ich kann mal Komiker arbeiten, so, dass sie das erste Mal irgendwie kann ich mit jemandem mitgehen können. Irgendwie müssen sie ja die Show auch entwickeln langsam und langsam sich herentasten, dass es dann wirklich funktioniert, das Ganze, 90 Minuten oder wie lange auch immer. Und ich glaube, das Gleiche ist als Band auch oder als Musiker, du musst die wie, du brauchst das Live, oder wir brauchen das Live, vielleicht nicht jeden, aber wir brauchen es, um immer wieder die kleinen Korrekturen anbringen zu können und immer wieder merken, hey, der funktioniert jetzt gut, der funktioniert nicht gut, wieso funktioniert der gut, wieso funktioniert der nicht gut. Und dann machst du so Schritt für Schritt, gehst vielleicht zwei Schritte vor und wieder eins zurück und dann wirst du irgendwie immer besser so als Künstler und als Musiker. Und mit besser meine ich wirklich, dass du mehr und mehr Leute halt kannst ansprechen. Das ist für mich die Definition von gut, wirklich gut sein. Nicht unbedingt zu 100%, aber meine Bestrebung ist es eigentlich, möglichst viele Leute können abzuholen mit dem, was ich mache. Ich finde, das ist, und wo, Leute abholen, die bereit sind, zum Geld auszugeben von das, was ich mache. Das ist der ultimative Beweis, dass sie es gut finden, finde ich. Und alles andere ist, darum habe ich auch zum Beispiel keine Mühe, zu sagen, hey, look, wir wollen die Massen ansprechen, wir sind ein Massenprodukt eigentlich, will ich sein, weil dann verdienst du auch mehr Geld und das wollen wir ja auch. Also weißt du, wir haben davon können leben und reich werden im Idealfall. Ja, ja. Ja, und das sind mehrere Leute, die müssen sich aufteilen. Ist so, ja. Was schon mal einen Unterschied macht. Und ich glaube, die Schweiz sowieso, ist im letzten Podcast gesehen mit dem Khalid. Mit wem? Mit dem Khalid Bounois, das ist ein deutscher Stand-up-Comedian. Ja. Und dann hat mir eben erklärt, der Schweizer Markt ist ja nochmal kleiner als alle meinen, weil man redet immer von 8 Millionen. Aber du hast gesprochen und genau. Das heißt, wenn man zum Beispiel nur von der Deutschschweiz redet, dann sind wir auf einmal bei 5,2 Millionen. Mhm. Und das ist halb so viel wie New York leben. Es ist brutal. Oder? Das heißt irgendwie, dass du überhaupt jemanden kannst abholen, musst du ein bisschen auf die Masse gehen. Ja, natürlich. Weil sonst spielst du einfach in einem Nischenkreis, ja. Vielleicht in einer Stadt, für ein paar Leute. So. Aber ich glaube, bei euch ist auch sehr klar spürbar, wie der Live-Charakter euch immer mehr Fans noch beschert hat. Also das eine ist die Musik, wo auch am Radio läuft und wo man irgendwie mitkriegt. Aber das andere ist auch wirklich, wenn man mal eine Show von euch gesehen hat, da passiert extrem viel. Also weißt du, irgendwie, es ist nicht nur, eben, man spielt jetzt Songs, die man am Radio hört, sondern es holt die Leute eben wirklich ab. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es braucht es auch, sonst kannst du in der Schweiz nicht bestehen. Yeah. Wenn du nur irgendwie im Radio willst funktionieren und live kannst die Leute nicht abholen, dann funktioniert es nicht. Und das ist ja das, was uns am meisten gibt, das live auf der Bühne stehen und das wie mit den Leuten zusammen eins werden, sozusagen. Also irgendwie das gemeinsame Zelebrieren von Musik. Und das hast du wahrscheinlich auch zum Teil, wenn du auf der Bühne stehst. Und wenn du so merkst, hey, jetzt ist mir irgendwie ein grosses Ganzes, das klingt schon fast irgendwie sehr esoterisch, aber es fühlt sich wirklich so an, so irgendwie, wow, es ist geil, der Funke springt, du hast das Publikum irgendwie, es schauen die alle an, es machen alle mit, so, das ist ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Ja, bei uns ist sogar, in meinem Fall ist es nur live. Ja, klar, ja. Also wir bringen nicht irgendwie noch eben mal fünf Minuten als Single und da mal etwas. Ja. Es gibt andere Businessmodelle. Aber hast du auch schon DVDs oder Social so Media gemacht? Hey, ich hab drei Programme hab ich auf YouTube geknallt. Ja, okay. Wo dann aber auch live gefilmt hast, natürlich. Ja. Zum Teil in besserer, zum Teil in schwächerer Qualität. Ja. Aber es ist YouTube. Also weißt du, so, irgendwann gibt es so ein Argument, wo man sagt, ich kann jetzt nicht
Produktionskosten von einer Fernsehshow auf mich nehmen, dass es dann gratis auf YouTube ist. Ich glaube, für das Programm, das ich jetzt spiele, bin ich so am überlegen, dass ich das auch online raus tue, in so einem, so wie bei Bandcamp, in so einem Pay-What-You-Want-Verfahren. Das heisst, du kannst sogar sagen, null, und dann hast du es auf der Arbeit geladen und du hast nichts gezahlt, aber es wäre schön, weil du hast noch den Schritt, wo man kann sagen, ja, also 5 Stutz kann ich jetzt gleich geben. Zumindest, also weißt du, irgendwie was auch immer. Ich glaube, irgendwie, in der Musik hat es das jetzt auch 2-3 Mal gegeben. Und es ist entweder pay what you want, oder es hat sogar so eine effektive Paywall gegeben, mit irgendwie, wir haben nur so viel Units, wo wir rauslösen und es kostet so viel. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist schlussendlich ist es wirklich das Live-Ding. Und dort ist das Ziel bei mir, dass die Leute es so geil finden, dass sie sagen, ich will sein nächstes Programm, vielleicht sogar das nochmal, wieder sehen. So, ich will das Erlebnis wieder haben. Weil eben sonst bringt es nichts. Ja, nein, ich finde es spannend. Wir haben auch gewisse Sachen ausprobiert, so mit Live-Sendungen aus dem Proberaum, online und verschiedene Sachen. Und du kannst einfach das Live, das kannst du nicht ersetzen. Also nein. Die Leute, die zusammen fortgehen in einen Saal rein und die wirklich sehen und du bist zusammen im gleichen Saal und das wirst du, glaube ich, nie können ersetzen. Ich habe das Gefühl, auch wenn Technologie mit VR-Brillen und so noch... Vielleicht kommst du ein bisschen näher her, aber ich glaube, dass wirklich zusammen sein und ich weiß auch nicht, was es alles mitspielt. Also es spielt so viel mit dort. Und du bist einfach wirklich dort halt. Ich meine, wenn du daheim etwas schaust, dann bist du immer noch, vielleicht machst du mal Pause und dann gehst du Tee kochen oder irgendwie so. Yeah. Und das kannst du halt dort, in einem Konzertsaal kannst du auch mal auf die WC und so. Aber du bist dort wirklich die Stimmung und es füllt das Saal aus und so. Und das kannst du, glaube ich, wirst nie können ersetzen. Ja. Habe ich das Gefühl, oder hast du das Gefühl, nein, dass das irgendwie ich, so... Nein, wirklich null das Gefühl. Also ich weiß noch, wo der erste Lockdown gekommen ist, hat meine damalige Freundin hat mir erzählt, jemand, den sie kennt, der ist gut im Tech und so und tut irgendwie so Start-up-Firmen irgendwie begleiten und bla bla. Und dann war so eine Idee, gewesen, wo es darum gegangen ist, eben, wo jetzt alle mit diesen Zoom-Meetings gekommen sind und so. Ah, wir können jetzt... Zoom-Live-Erlebnis machen. Es ist dann wie Zoom, aber es ist quasi, du schaltest ein Publikum von 500 Leuten, kannst du auf so einen riesen Screen schalten. Sie haben es dann so ein bisschen gemacht bei irgendwie, keine Ahnung, Grammys und so Zeugs, oder? Wo dann wirklich so ein Publikum so wieder an der Wand projiziert gehabt hast und alle halt in ihrer Stube und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, das ist doch super, weil dann kannst du performen und dann hast du irgendwie deine Zuschauer einfach so auf dem Bildschirm. Und ohne Scheiß, ich habe geheult, weil ich gefunden habe, ich will so etwas nicht. Das klingt für mich das Schlimmste ever. Ich habe es so schlimm gefunden, weil sie gesagt hat, nein, es ist einfach sicher nicht das, wo all das Zeugs ausmacht. Oder? Eben auch ein Live-Konzert, ein Festival. Es fängt ja schon an, dass die Aufwand als Zuschauer in einem anderen ist. Nämlich, du hast dich wirklich bewusst entschieden, dort anzugehen. Das heisst, du hast eine völlig andere Vorfreude. Du gehst wirklich dort an. Das heisst, du hast dir da oben auch anders reserviert. Und keine Ahnung, irgendwie schon nur, du schmeckst irgendwie andere Luft. Du siehst Leute, die du noch nie gesehen hast. Aber es hat trotzdem ein Gefühl von Verbundenheit, weil das sind ja... Die haben ja das Gleiche ausgesucht. Also es klingt jetzt auch mega esoterisch, aber das schwingt für mich alles mit. Also wenn ich in einen Saal reinschaue, vor allem einen, wo ich schon öfters gespielt habe, so ein bisschen wie so ein Stammpublikum kommt, ich weiß nicht, ich habe eine Show zu Basel gespielt und dann habe ich in den Saal geschaut und habe ich so gedacht, ich könnte mit jeder und jedem hier ein Bier trinken. Also weißt du, irgendwie... Weil ich habe die Leute angeschaut, so wie die mir angeschaut haben. Ich habe gedacht, irgendwie spüre ich zu all denen eine Verbundenheit. So, ich habe das Gefühl, ich habe es mit all denen gut. Weil wir haben sie jetzt gut. Also weißt du, irgendwie, das habe ich noch nie gehabt. Und das hörst du aber leider ab und zu von Leuten, die so finden, die bei uns kommen, die sind so und so. Also weißt du, das wollen wir gar nicht. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, es ergibt sich so eine Symbiose mit der Zeit.
Und das ist hundertprozentig der Live-Charakter. Ja, das ist so. Und darum verdient man auch noch heute als Musiker, ist das das Einzige, wo wirklich noch Geld gibt. Das ist, wenn du kannst Tickets verkaufen. Ja. Und darum ist jetzt auch die Corona-Zeit schon recht brutal gewesen. Also einfach, wo du keine Tickets mehr können verkaufen. Es ist die Festivals, sind jetzt 2 Jahre nacheinander die meisten eigentlich abgesagt worden. Yeah. Es ist schon verrückt, die ganze Zeit. Und interessanterweise weiss man nicht, die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, sind die Leute, die wieder so ein Live-Konzert sind gekommen, sind mega dankbar, sie haben mega Freude gehabt. Yeah. Aber es gibt gleich noch mega viele, auch jetzt, auch Geimpfte, die noch Angst haben. Yeah. Wo zum Beispiel, hat mir gerade kürzlich jemand gesagt, sie haben eine kleine Tochter, und die nicht geimpft ist, die vielleicht 4- oder 5-jährig ist, sie sind jetzt gut durch die Corona-Krise durchgekommen, sie sind beide geimpft und sie wollen jetzt einfach noch das Risiko nicht eingehen und ins Konzert kommen, weil ja. Und das verstand ich auch. Yeah. Aber es ist einfach, und es gibt mega viele Leute, die aus unterschiedlichen Gründen heutzutage noch nicht bereit sind oder das noch zu wenig stark vermissen, dass sie wieder so ein Konzert kommen. Und das ist, ich bin mal gespannt, wie das jetzt dann im nächsten Jahr wird sein, 2022, ob das dann wirklich so, also es wird sicher keinen Knall geben und dann gehen alle Leute wieder voll im Konzert. Ich glaube, es wird einfach wieder langsam so ein bisschen anziehen und wachsen. Yeah, und was ich aber auch gehört habe, ist ja, zwei von meinen Brüdern führen sozusagen einen Club, einen Nachtclub und ein Hostel in Chur. Mhm. Und dort geht es brutal ab. Also die Jüngeren, so bis 2023 oder bis 25, die wirklich jetzt auch unterdurch müssen und keine Party haben können machen und so. Das ist krass, wie die Nachfrage riesig ist bei denen. Für, ich verstehe es ja völlig. Also, wenn ich noch Zeit hätte und mein Körper noch besser würde mögen. Wieso, wie alt bist denn du? Ja, 33, aber wenn ich in einen Club gehe, fühle ich mich schon eher wie ein Älterer dort. Ja. So, also, aber ja, ich weiß nicht, mit Freunden sind wir ab und zu irgendwie auf Barcelona und dann sind wir dort auch in Clubs. Und das ist dann natürlich nochmal ein anderes Club-Erlebnis wie in der Schweiz. Sehr gern, danke. Und dort habe ich auch immer gedacht, ja, wäre schon geil, so etwas wieder mal zu haben. Aber es ist natürlich, in meinem Fall ist es nicht das, wo bis vor der Krise jedes Wochenende für mich ausgemacht hat. Oder? Das war vielleicht zweimal im Jahr, gewesen, wo ich irgendwie nachher schon gefunden habe, jetzt gehe ich noch etwas trinken. Ja. Und dann gehst du vielleicht noch weiter. So. Mhm. Aber ich weiss noch, wie es war, als ich irgendwie 18 war oder 19. Mhm. Dort ist es nur darum gegangen, vielleicht schon am Donnerstag, aber sicher am Freitag und am Samstag, bist du irgendwann unterwegs. Mhm. Und wenn das komplett wegfällt, logisch willst du das dann wieder. Ja, aber ich glaube Konzerte und Comedy-Shows und so die Live-Erlebnisse, die eben auch schon ein bisschen älteres Publikum ansprechen, nicht nur. Und auch familiäres Publikum ist auch noch relativ zurückgehalten. Eben, einfach so 10 Jahre, sicher mal 10 Jahre drauf kannst du locker tun, plus eben noch ein bisschen Familie und so. Die haben jetzt halt einfach nicht gerade den sofortigen Drang, das sich wieder zu geben. Und darum habe ich schon das Gefühl, es ist wirklich so, es ist wie so ein Restart von der ganzen Maschinerie. Ja, so. Genau. Und man hat sich auch an etwas anderes gewöhnt. Also zum Beispiel hat meine Freundin hat mir auch gesagt, dass sie vermisst es immer noch nicht. Also sie vermisst das Umreisen und das, so das Ganze, was vorher viel mehr war, weil es einfach erst können, vermisst sie nicht. Sie ist jetzt eine, sie möchte sich nicht impfen lassen. Yeah. Wir haben da Haufen schwierige Diskussionen wegen dem. Aber auf jeden Fall hat sie mir immer wieder gesagt, dass sie vermisst nicht unbedingt. Und dann in das Restaurant gehen und so, muss sie auch nicht immer haben. Und und weil sie sich jetzt auch an das gewöhnt hat. Yeah. Ein bisschen weniger machen, ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen mehr daheim sein. Und es ist auch okay. Und ich glaube, viele Leute, du kannst anschauen, wie du willst. Es hat auch seine positive Seite. Oder Mobilität ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen weniger als vorher, denke ich jetzt einmal. Weil es immer noch viele Leute gibt, die weniger unterwegs sind. Es sind aber mehr Leute im Auto unterwegs. Es sind mehr Leute im Auto. Einzeln. Okay. Weißt du, ist so ein bisschen. Irgendjemand tut sich dann leider. Aber weil ÖV auch ein bisschen weniger war. Ja. So, ja, die Leute haben eben schon gehabt, irgendwie in einem Zug zu sitzen. Sind sie halt öfters mit dem Auto gefahren. Ja. Ich glaube schon, dass es sicher gut ist, wenn es so eine Kalibrierung gibt, so, oder? Wo man vielleicht merkt, aha, jedes Wochenende für irgendwie 20 Euro nebeneinander fliegen und so, ist jetzt vielleicht nicht das Geilste. Mm. Aber wegen dem Vermissenpunkt, das ist natürlich extrem
schwierig, weil ich habe mich auch müssen zwingen, dass ich zum Beispiel das Auftreten nicht zu fest vermisse. Weil sonst wäre ich einfach jeden Tag fucking miserable aufgestanden. Also weißt du, sondern ich habe irgendwie müssen eben mich an anders gewöhnen und ein bisschen ajustieren für die aktuelle Zeit dort. So. Aber erstens, wo ich das erste Mal wieder auftreten bin, ist gesehen, fuck, kann ich das vermisst. Und zweitens, und das ist noch viel krasser gesehen für mich eigentlich, ich bin in Winterthur an der Casinotheater Gala. Das ist der erste für mich 3G-Event gesehen, wo ich gegangen bin. So, oder? Das heißt, du hast wirklich, und das Casinotheater hat zum Beispiel eben auch älteres Publikum, dann hast du wirklich 350 Leute gehabt. Ich eher einer von den Jüngeren. Alle ohne Maske, alle zusammen in einem Raum, mit einer Bombenstimmung. Und ich glaube, als erstes ist Bliss auftreten an dieser Gala. Und wo die angefangen haben, singen, weißt du, und irgendwie du eben wieder mal den Live-Bass spürst und merkst, wie die Energie sie sich aufschattet. Sie haben ja noch irgendwie so einen künstlichen Bass, wo, oder irgendeinen, so einen Oktaver hat es drin, wo genau. Der durch mitläuft. Und die Leute langsam in Stimmung kommen. Dort habe ich Glücksgefühl gehabt, wie es seit Ewigkeiten nicht mehr. Das ist krass, ja. Weil ich es eben wieder haben konnte, habe ich gemerkt, okay, und dann habe ich auch gemerkt, wie ich als Performer nochmal 150% readier bin. Ja. Und ich finde, jetzt muss ich auch wieder Vollgas geben und ich habe mega Bock. Und darum habe ich das Gefühl, was vielen jetzt passiert, nicht spezifisch deine Freundin, aber eben, dass ich habe mich ja daran gewöhnt und es ist auch okay. Das geht auch ohne. Habe ich das Gefühl, das geht sicher für eine gewisse Zeit, aber wenn du das lang machst, dann habe ich das Gefühl, du vielleicht so nicht mega fest, gerade von Anfang an, aber so Stück für Stück, du dich auch, glaube ich, ein bisschen abstumpfen. Also irgendwann, ja, hockst in ein paar Jahren, hockst einfach daheim und machst irgendwie nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur gut ist. Nein, ich glaube auch nicht. Für Psyche, persönliche Entwicklung etc. Also irgendwie Erlebnis mir ein Stück weit stattfinden. Total. Zum auch ein bisschen nicht vom Alltag entfliehen, aber zum den Alltag farbenfroher zu machen, sag ich jetzt mal. Also weißt du, und das habe ich schon an mir selber gemerkt. Ich habe mich müssen zwingen, zu sagen, ich vermisse es nicht fest und es ist okay. Aber wo ich es dann wirklich wieder mal hatte, ist so, boah, shit. Ja, das war bei uns gleich. Und ich glaube wirklich, in dem Moment braucht es halt eben wieder so das Restart. Also wir eben, ich merke es jetzt, das sage ich auch noch am Schluss von Shows. Die Leute, die kommen, sage ich, die gehören zu der ersten Garde, die zeigt, dass es wieder möglich ist. Und wenn ihr das toll findet, werden es andere Leute auch mitkriegen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich wieder so back to basics, wir sind darauf angewiesen, dass Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Weil es ist viel stärker, wenn, keine Ahnung, ein von deiner Brüder dir sagt, Alter, ich bin die Show schauen, das Konzert. Oder der Film. Der Film. Schauen. Ja, das ist das Ultimative. So, und ich habe das Gefühl, wir sind einfach wieder an dem Punkt. Und das sind wir vor Jahrzehnten gesehen. Aber wegen dem Vermissen, hast du gesagt, bei euch ist es auch so gesehen. Ja, also, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn. Es hat ja, wir sind im März 2020 sind wir unterwegs gewesen, Februar, März, und dort haben wir die Tour müssen abbrechen. Der letzte Gig, den wir gehabt haben, dann war in Bleu Lézard in Lausanne gewesen. Und danach hatten wir, glaube ich, in Basel im Parterre One oder so gespielt. Wir sind dann zumal so ein bisschen als Unplugged-Gruppen unterwegs gewesen, also ohne Schlagzeug, ohne E-Gitarren und so. Und danach hat, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wenn dann der nächste Gig wieder gesehen ist, aber ich weiß es ehrlich gesagt, wie ich mich da gefühlt habe, weil ich nicht weiß, wenn der erste Gig wieder gesehen ist. Aber ich weiß einfach, dass es also das allgemeine Gefühl, das wir brauchen als Band, einerseits wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe, um als Band besser zu werden und die Bestätigung bekommen, dass das, was du machst, gut ist eigentlich. Die Rückmeldung.
das haltet die immer frisch und das haltet die im Leben und das macht die halt irgendwie besser, gerade auch wenn du ein Album dran bist am Schreiben, wenn du neue Songs am Schreiben bist, wenn du die nie kannst live ausprobieren oder die Bestätigung nie während dieser Zeit vom Publikum bekommst, finde ich mega schwierig. Und andererseits halt auch, weil, ich meine, ich glaube, ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, ich mache fast keine Musik für mich allein. Für mich ist das Musik machen, außer Songwriting eigentlich. Mhm. Aber mir macht es eigentlich blöd gesagt, mir macht keinen Spass zum allein Gitarre spielen und singen. Ja. Es macht mir keinen Spass, weil für mich ist immer etwas gesehen, jetzt in meinem speziellen Fall, ist immer in Verbundenheit mit meinen drei Brüdern, mit der Familie sozusagen. Ja. Zusammen Musik machen, das ist das, was mich immer fasziniert hat, was immer gut funktioniert hat und was einfach so ein bisschen für mich das zum Funktionieren gebracht hat, das, was wir machen und einfach das spezielle gewisse Etwas uns gegeben hat, weil ich glaube, ganz ehrlich, ich allein als Künstler oder so, ich weiß nicht, ob ich genug spannend wäre für die Leute, dass die Leute mich kommen schauen und so. Wir vier zusammen irgendwie, finde ich, funktioniert. Mhm. Und dann das eben mit anderen Leuten teilen. Ich glaube, auch wir vier zusammen würden keine Musik machen, einfach nur für uns als Spass, um einmal in der Woche zu oben ein paar Bierchen zusammen trinken und ein paar Lieder spielen. Yeah. Wenn wir nicht könnten darauf üben, wir wollen dann und dann spielen oder wir müssen dann und dann bereit sein mit einer Setliste und so. Yeah. Yeah. Ich glaube, es würde nicht funktionieren. Und darum finde ich, ist in unserem Fall, ich glaube, bei ganz vielen Leuten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, du würdest auch nicht vor dem Spiegel einfach dir so dein Programm da abspulen irgendwie. Absolut, ja. Yeah. Sondern es ist immer, so wie du gesagt hast, so eine Symbiose. Du brauchst die Leute dazu. Die Leute sind ein mega wichtiger Teil, ein aktiver wichtiger Teil von unserer Live-Performance. Und darum funktioniert das Online-Zeugs mega schwierig, weil da kannst du schon ein bisschen Feedback bekommen. Und so. Und vielleicht ist es ja mal so gut, dass es ein bisschen nach an das Live-Dings herkommt, weil du die Leute wirklich ganz Körper siehst und so. Ja, aber die hocken ja dann gleich in der Pyjama-Hose daheim. Mhm. Also es funktioniert irgendwie nicht ganz. Also weißt du, das merke ich halt so irgendwie Firmen feiern, oder? Da haben sie halt eben irgendwie so... Es ist nicht echt. Genau. Es ist, so eine Zoom-Reunion. Und irgendwie ein Kollege hat eine Zeit lang bei mir gewohnt, wo halt auch dann irgendwie so, ich muss jetzt noch schnell ans Weihnachtsessen. Und dann hat er sich auf eine Stunde eingeloggt. Das ist irgendwie so eine halbe Stunde ist er vor dem Laptop gesessen. Ja. Dann hat er mal stumm geschaltet, dann ist er wieder weggelaufen. Mhm. Es ist... da wir eh schon mit ganz vielen Ablenkungen in unserem Leben funktionieren, glaube ich, hilft so etwas nicht, weil du hast konstant weiterhin die Ablenkungen. Mhm. Und eben mit Streaming kannst du genauso gut eben mal schnell Pause machen und noch schnell aufs WC. Mhm. Und so, ich glaube zum Beispiel so etwas wie Kino, wo sie auch schon seit längerem sagen, weiß ich nicht, wie lange so etwas kann überleben noch. Es ist für einzelne grosse Events, ich vergiss nie, wenn ich, und ich bin kein großer Star Wars Fan, aber wenn ich an einer Star Wars Premiere gesehen bin. Ich weiß nicht, wenn ich Titanic im Kino geschaut habe. Oh, Titanic! Ich auch. Hast du es auch im Kino gesehen? Ja, mit meiner Mutter. Ja, mit meinem kleinen Bruder. Wir sind beide heulend heimgelaufen. Schrecklich. Aber also eigentlich wirklich ein guter Film. Ja. Mega, ja. Aber Star Wars Premiere und dann macht er anders. Welche Star Wars denn? Ja, ein von denen. Also die von den drei neuen? Ja. Und zwar, glaube ich, sogar The Rise, wie heißt der? The Rise of Anakin. Weißt du, wo noch eben zum. Rise of Skywalker oder irgendwie so. Also, ja, also auf jeden Fall, wo noch der Darth Vader wird. Gibt es irgendwann so einen Moment, wo der Anakin das. Der Darth Vader wird, oder? Und danach ist dort in dem Film, macht es irgendwann auf. Und auf der ganzen Saal, rastet komplett aus. Und aber so. Hast du so eine Premiere gesehen? Ja. Also? Okay. Und so ein Event ist natürlich der Shit, oder? Ja, natürlich. Aber das sind vielleicht nur so einzelne Ausnahmen. Ja, oder? Ja. Bond. Mit Bond bin ich jetzt zum ersten Mal wieder seit Ewigkeit im Kino gesehen. Ja. Aber ich glaube, es langt wie nimm. Ja. Früher hast du das gemacht, um einen neuen Film zu sehen und jetzt sagen die, den neuen Film kannst du übrigens auch hier schon abladen und hier schon kaufen und hier streamen. Darum haben wir schon so viele Ablenkungen und darum ist, glaube ich, immer noch so entscheidend, dass es Sachen gibt, wo eben nochmal einen Zusatzeffekt geben. Mhm. Und in einem Kino ist der Zusatzeffekt, dass andere Leute vielleicht noch dort sind. Aber das ist es dann. Aber ein Live-Erlebnis ist etwas anderes. Ja, also, es ist, glaube ich, es hängt, glaube ich,
damit auch zusammen, dass wir, also ich bin kein Philosoph und Psychologe und so, aber wir sind ja einerseits sind wir einzelne Wesen, also einzelne Menschen, aber andererseits definieren wir uns auch über Gruppen und irgendwie das Zusammensein und das Gemeinschaftliche und das Feuer umsetzen und so. Ich glaube, das definiert uns auch ganz stark, so ein bisschen das Gruppengefühl. Und und das hast du halt eben, wie du gesagt hast, wenn du ins Kino gehst, dann erlebst du etwas zusammen. Also du hast ein Erlebnis dort. Ja. Es ist viel intensiver, wenn jetzt, als wenn du jetzt das daheim hörst, wie der eben so schnauft, so komisch, oder wenn irgendetwas passiert. Wenn du in einer Gruppe da hast, die Emotionen kannst teilen mit den anderen Leuten, das tut es multiplizieren bei dir. Ja. Es ist wie, du bist, wenn du so einen Anlass gehst, oder eben ins Kino, das Konzert, Comedy Show, du bist wie Teil von einem grösseren Organismus, wo deine Gefühle noch irgendwie verstärkt. So kommt es mir ein bisschen vor. Und darum kannst du das wahrscheinlich nicht reproduzieren daheim vor dem Laptop, weil du bist einfach allein. Und es gibt irgendwelche unsichtbaren Schwingungen, wo die, wenn du zusammen mit anderen Leuten in einem Saal bist, wo die mit denen irgendwie verbinden. Und ich glaube, es ist ja auch, wenn du jetzt in einen Raum oder in einen Saal reinkommst, wo schlechte Stimmung ist oder so, das kannst du ja auch irgendwie sofort sagen. Mhm. Also das merkst du irgendwie sofort, oder wenn irgendwie aggressive Stimmung rum ist, oder irgendwie so ein bisschen, oder du kommst heim und irgendwie jemand ist schlecht gelaunt, dann schaust du einfach kurz das Gesicht an, oder irgendwie, oder dann merkst du, scheiße, irgendetwas ist nicht gut und so. Und darum, glaube ich, hängt es damit zusammen, dass wir wie Teil sind von etwas Größerem oder von einem grösseren Organismus oder so, wo uns zu einem zusammenschmilzt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir als Musiker, obwohl ich es nicht besser definieren kann und auch nicht, ich bin auch nicht religiös in dem Sinn oder so, aber ich habe das Gefühl, das ist so wie etwas ganz Geheimnisvolles und mega Wertvolles irgendwie, so zusammen verschmelzen und so irgendwie einmal, auch wenn es nur für während einem Lied ist, während Up in the Sky oder so, einfach mal zusammen irgendwie eins sein mit diesen Leuten und so Teil von einem grösseren Organismus und alles andere ausblendet, alles was mich sonst selber als Individuum ausmacht, ist dann irgendwie vergessen in dem Moment. Also ich werde auch immer gefragt, hey, wie ist das für euch? Ab in das Geist, schießt euch doch mega an zum Singen auf der Bühne, jetzt noch tausendmal und so. Und nein, es schießt mich nicht an, weil es ist jedes Mal wieder neu. Und ich meine natürlich, ich singe diesen Song nicht für mich allein daheim. Ich, für was? Also weißt du, was ich meine? Aber so jedes Mal. Schlafen. Ja, genau. Hast du als Wecker, wenn du so ein T-Shirt auch eine Kappe mit Ab in das Geist. Nein, aber es ist etwas ganz Spezielles und darum ist das Live-Business extrem wichtig und schätzen es die Leute auch. Und ich habe das Gefühl, das ist auch schon immer so gesehen. Ich meine, ist jetzt vielleicht ein extremes und mega dummes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel, habe ich mal auf YouTube so die alten Hitler-Reden und so geschaut, das kannst du zum Teil schauen. Nein, aber es ist extrem wahnsinnig faszinierend, wenn du das schaust und wie die, ich meine, das kannst du bei vielen anderen auch, aber das ist mir jetzt einfach in den Sinn gekommen, wie die Leute eine Masse, weißt du, wo irgendwie zusammen, wie eine grosse Gruppe ist, wo zusammen eigentlich durchdreht oder so. Yeah. Wo irgendwie wie der Hitler das hat können, die das ist jetzt ein abrupter Themenwechsel. Aber einfach wie die. Von Up in the Sky zu sagen. Nein, wie er die hat können packen. Yeah. Also weißt du, wie er das Publikum hat können steuern und manipulieren. Und es ist auch dort ist eine Symbiose gewesen. Ich meine, es ist ja nicht nur einfach gesehen, er ist das Monster gesehen und die anderen. Und er hat einfach das Volk irgendwie verführt. Sondern es ist auch immer. Er hat auch wie eine. Habe ich auch mal noch immer gelesen. Auch wie ein Komiker hat er auch zuerst einmal müssen lernen, was funktioniert und was funktioniert. Und wie hole ich die Leute ab und wie spreche ich die Unzufriedenheit und die Probleme, die in diesen Leuten ist, wie spreche ich das an? Und hat das immer verfeinert, bis es genau auf den Punkt hat können bringen. Und alle hat irgendwie können mitrissen und allen sozusagen aus dem Herz geredet hat. Und dann sind die zu einer. Und dann ist das möglich geworden. Das hast du ja lustigerweise hast du das ja extrem oft bei Rechtspopulismus. Dass es einfach die Rhetorik ist, die dann eben den Leuten aus dem Herzen, Anführungs- und Schlussstrich, schwätzt. Mhm. So, ich meine, Trump ist nicht per Zufall gewählt worden, sondern während Hillary Clinton
alle Trump-Anhänger als, was hat sie gesagt, Basket of Deplorables. Genau, so, Deplorables, mit dem, ja. Genau, mit dem hat sie die Wahl zu 100% verloren, mit dem Satz. Hat er von irgendwelchen Arbeitergruppen geredet, die eigentlich schon fast nicht mehr existent gewesen sind, irgendwie Coal und Zeugs und Sachen, und gesagt, eben, wir machen Amerika wieder great und Zeugs und Sachen. Und dann hast du eben der große Teil, wo eben nicht in einer Fernsehsendung stattfindet und auch sonst keine grosse Stimme hat, der Teil wird dann auf einmal angesprochen. Und das total, ist, ja. Das ist eben, das Ventil. Genau. Ja, es ist das Ventil. Und das ist die Masse. Und das siehst du überall, wo es so rechtspopulistische Rutsch gibt. Das sind immer, das ist rhetorisch, es ist immer mir wird jetzt gerade aus dem Herzen geschwätzt. Ja. Änderung. Mir geht es scheiße und ich will jetzt Änderung. Ja. Aber ich finde darum, also wenn wir jetzt bei der Politik sind, ich finde darum extrem eigentlich gut, was in der Schweiz läuft. Und ich finde es mega wichtig, dass alle jederzeit eigentlich können sagen und wir können Dampf ablassen und können sagen, was sie wollen. Und ich finde, gerade die rechten Parteien, wie zum Beispiel die SVP, finde ich, oder es gibt, glaube ich, noch rechtere Parteien, ich finde, die haben eine mega wichtige Aufgabe in der Schweiz. Und dass alle von ganz links bis ganz rechts mit gewissen Grenzen, also dort, wo es dann irgendwie, ich sage jetzt mal, rassistisch oder irgendwie noch schlimmer wird, natürlich, das ist dann also strafbar und das ist gesetzeswidrig und so. Aber einfach, dass alle ihre Unmut und ihre Unzufriedenheit eigentlich jederzeit können in ein politisches System einbringen und sich äußern, finde ich extrem wichtig. Und ich glaube, dort beim Trump ist es auch so gesehen, dass einfach ein grosser Teil von der Bevölkerung haben ihn auch nicht gut gefunden, die ihn gewählt haben, glaube ich. Aber er ist wie das Ventil gesehen und sie haben wie können am System einfach eins reindrücken, indem sie ihn gewählt haben. Genau. Und das finde ich nicht gut, wenn es irgendwann, dass es so weit kommt in einer Gesellschaft. Weil eigentlich sollte jederzeit, solltest du in einer Gesellschaft können sagen, wie zum Beispiel bei uns, zum Beispiel die, die Angst haben vor Überfremdung oder so. Mhm. Ich finde das mega wichtig, dass die ernst genommen werden und dass die das können äußern und dass man das diskutieren kann, weil danach findest du Lösungen. Und wenn du die zum Beispiel gerade verurteilst als Rassisten, jeder, der Angst hat, oder jeder, der nicht mehr als 20% Ausländer in der Schweiz will haben, so, das ist einfach ein Rassist. Oder so, zum Beispiel, weißt du, dann legst du wieder Deckel oben drauf und du gehst, und dann kann es anfangen brodeln. Weil dann wird aus diesen 20% werden nachher 30% oder noch mehr. Eben, aber das ist dann eben wieder, dort sehe ich dann eben ein bisschen das rhetorische Problem, oder? Weil es ist dann zum Teil Angst vor Überfremdung, wenn du dann schaust, wo die effektiv ist und wo dann effektiv ein grosser Wählerteil sich für so etwas würde abstimmen, denke ich so, ja, die Angst ist unberechtigt, weil es ist nicht einmal ansatzweise eine Überfremdung vorhanden. Und dort sehe ich dann eben wieder, wie rhetorisch, zum Beispiel die SVP, finde ich faszinierend in dem, weil sie eben sich sehr können als Volksstimme geben und rhetorisch es immer wieder hinkriegen, um gewisse Sachen, ich sage jetzt, zu verstecken. Ich sage nicht, dass Angst vor Überfremdung direkt rassistisch ist, aber ich glaube schon, es ist ein klares Ziel dahinter. Also es ist genauso wie bei gewissen Plakaten, wenn du jetzt nur zum Beispiel würdest den Satz nehmen, sagst du, okay, geht noch, aber wenn du dann noch mit der Bild-Text-Share anschaust, merkst du, okay, es wird noch etwas anderes unterschwellig suggeriert, sag ich jetzt mal. Ja, aber ich finde, aus meiner Sicht ist wieder Trump oder die SVP, obwohl die jetzt gar nicht miteinander zu tun haben, aber die sind wie das Ventil für die Bevölkerungsschicht oder für die Leute in der Bevölkerung, die eben wirklich Angst vor dem haben. Ich glaube nicht. Natürlich kannst du das dann noch bewusst schüren, vermutlich, und bewusst entfachen und dort noch, ich weiss nicht, dort noch Glut reinlegen und so, dass es wirklich noch schlimmer wird. Aber ich glaube einfach, dass es mega wichtig ist, und jetzt auch ganz aktuell mit dem Impfen und Nicht-Impfen. Ich meine, ich bin geimpft und ich finde es eine gute Sache, der Impfstoff. Ich weiss, bist du auch geimpft? Ja. Ich bin überzeugt eigentlich, dass es eine gute Sache ist. Und ich sehe
die Folgen von dieser Pandemie, wo man gesehen hat, wie viele Leute das gestorben sind in Italien und in der Schweiz und überall und weltweit, wo klar ist, ich meine, die Leute sind wirklich gestorben und natürlich kann man noch bestreiten, wie gross ist jetzt die Schuld vom Coronavirus und was sind andere Ursachen. Yeah. Aber dass es eine schlechte Sache ist, das Virus, wenn man nichts macht, und sicher das ist sicher klar. Yeah. Und dass beim Impfstoff gewisse Unsicherheiten noch da sind, ist auch klar. Und dann muss irgendwie jeder für sich abwägen, was will ich und was will ich nicht. Und ja, und ich finde jetzt dort auch, ich finde auch mega wichtig, obwohl ich gar nicht einsehe. Wir haben da eine wirklich schwierige Diskussion, jetzt auch mit meiner Freundin, weil sie ist wirklich, bei ihr ist die Angst vor dem Impfstoff überwiegt massiv die Angst vor dem Virus. Yeah. Also sie aus irgendwelchem Grund hat viel mehr Angst vor dem Impfstoff, wo auch wieder basiert auf ihrem Misstrauen, wo sie grundsätzlich hat, der Pharmaindustrie gegenüber, unserem System allgemein, vielleicht auch der Regierung gegenüber, sind ja eh alle ein bisschen korrupt und es wollen eh alle Geld machen und wieso soll ich mir jetzt etwas reinlassen? Ich möchte selber bestimmen, was ich in meinem Körper reinlasse. Yeah. Das sind alles so Argumente. Und ich finde es im Moment recht schwierig. Es ist auch wieder so ein Ventil. Also es ist auch, im Vergleich zu Trump und SVP und Impfstoff, sind jetzt ganz verschiedene Themen, aber es ist auch wieder so ein Ventil, glaube ich, wo all die Bevölkerungsgruppen dazu bringt, um ihren Unmut und ihre Angst irgendwie zu äußern und zu sagen, hey, look, eigentlich geht es gar nicht um einen Impfstoff. Weil ich glaube, wenn man knallhart wieder anschaut, wie gefährlich ist der wirklich, behaupte ich jetzt mal, würde man zum Schluss kommen, hey, look, es ist sicher weniger gefährlich als ein Virus, also es können sich eigentlich alle impfen lassen. Yeah. Aber nein, man macht ein riesen Zeug draus. Stellvertretend für etwas. Ja, genau. Und, und kann so den Unmut äußern. Ich kann sagen, ich habe gemerkt, viele mit denen, die ich geredet habe, die jetzt eher nicht auf der Impfseite sind, sind lustigerweise auch die, wo den grössten Unmut hatten über das Virus und über wie ernst ist das jetzt überhaupt und warum machen wir überhaupt alle die Massnahmen und so weiter und so fort. Also, und dort habe ich dann immer so gedacht, da müsste doch eine direkte Korrelation geben zwischen ich will wieder die Freiheit haben. Ja, nicht einmal die Freiheit haben. Das ist immer die Frage, weißt, wie sehr das geholfen hat, wenn man sagt, man impft sich zurück in die Freiheit. So. Mhm. Sondern eben, wenn man es rein meiner Meinung nach wissenschaftlich anschaut, dann kann man sagen, eben, vor was hat man mehr Angst und was ist jetzt statistisch wahrscheinlich die sichere Variante. So, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich anstecken lassen mit dem Virus, mach's. Das ist für mich kein Problem. So, wenn du das Gefühl hast, das ist weniger risikoreich. Mhm. Oder? Statistisch gesehen, sehr wahrscheinlich, ist bis jetzt, Sportfolge sollte es eigentlich nicht groß geben, man weiß es nicht, ist es deutlich sicherer, die Impfung zu nehmen, als sich mit dem Virus anstecken zu lassen. So. Ich bin 10-mal sicher, das kann ich glaube ich sagen. So. Ja. Das heißt, für mich hat es irgendwie eine direkte Korrelation gegeben zwischen, ich finde ja eben zum Beispiel dass die ganzen Massnahmen beschissen, aber eben in die Freiheit gehen, ist, weil man das Virus nicht so ernst nimmt, ist dann auf einmal die Impfung etwas Böses. Und irgendwie, ich habe zum Teil dann eben nicht gesehen, wie der direkte Zusammenhang ist, sondern es ist dann eben viel mehr gesehen, so eine Fuck you an alle, darum impfe ich mich nicht, weil ich finde ja eh alles da scheiße. Ja. So, das ist jetzt eine übertriebene Variante. Nein, aber ich glaube, das ist ganz tief. Bei der Impfgegend, glaube ich, ist das wie die Basis, wo der Widerstand darauf stattfindet. Yeah. Und darum glaube ich auch, es ist fast schon religiös. Weil es ist so eine Überzeugung. Und, und ich glaube, darum kannst du auch mit Argumenten oder eben mit Statistik, Wissenschaft, Rationalität, kommst du auch nur und so weit. So und so weit, weil sie machen einfach zu. Und du kannst ja die Informationen, du kannst ja alles bestreiten. Ich meine, du findest dann gleich wieder ein Studio, wo das Gegenteil sagt und so. Und darum. Das kannst du immer mit allem. Ja. Aber das, weißt, das ist ja das Lustige. Du kannst das ja schon im ganz Kleinen, wenn wir jetzt über irgendetwas würden diskutieren und ich würde sagen, keine Ahnung, in ein Glas passt durchschnittlich 25 Zentiliter Wasser. Ja? Dann kannst du sagen, nein, durchschnittlich sind es 45. Und wir beide werden x Artikel finden, wo irgendwelche Statistiken zusammenfügen und sagen, ich habe recht und du hast recht. Und das wirst du auf alles können beziehen. Ja, und vor allem komme ich dann und sage, ja, look, du hast dein Glas wahrscheinlich innen noch ausgeschliffen und so, du hast eh beschissen, weil mein Grundvertrauen fehlt in dir, oder? Und das ist, glaube ich, das Problem, das Grundvertrauen fehlt in die Wissenschaft zum Beispiel.
was willst du denn machen? Ich meine, dann kannst du ja jede Studie und jede Wissenschaft irgendetwas sagen. Wenn du grundsätzlich dem nicht vertraust, oder wenn du das Gefühl hast, alle Wissenschaften sind eh gekauft von der Pharmaindustrie, ich meine, dann hast du hast gar keine Basis, wo du kannst diskutieren. Und das finde ich auch ein bisschen gefährlich, weil meiner Meinung nach ist die Wissenschaft und viele Sachen, die wir heutzutage haben, Demokratie, unser Rechtssystem, die Wissenschaft, ich meine, ganze Haufen Sachen, Religionsfreiheit, ist alles, was unsere Vorfahren mühsam dafür aufgebaut haben für uns. Und der ganze Luxus, den wir haben, da, ich meine, wir müssen uns, also ich, Emily, ich muss mir wirklich keine Gedanken mehr darüber machen, dass ich genug zu essen habe auf dem Tisch. Mhm. Es ist einfach so. Und meine Gesundheit, ich weiss, ich bin versorgt, wenn ich mir ein Bein bricht, dann kann ich 112 anrufen und sie können mich holen und so. Yeah. 112, gell? Also, es ist ein unglaubliches Privileg, wo wir drin wohnen. Und die Zeit, wo wir heutzutage drin sind. Und jeder, den du fragst, wenn du könntest wählen, würdest du denn früher mal lieber gelebt haben? Weißt du, die heute so alles scheiße finden und alles schlecht, und es ist eh alles korrupt und so. Yeah. Und wenn du die mal fragst, ja okay, würdest du denn lieber, vor 100 Jahren gelebt haben, sagt jeder nein. Nein, ist das schon nicht. Und so, heute ist es schon besser. Und das zeigt ja, heute ist wirklich, wir als Menschheit, ich glaube, wir sind, uns geht es unter dem Strich eigentlich so gut wie noch nie. Und viel von den Strukturen, die wir uns aufgebaut haben, man muss nicht naiv sein, man kann das auch kritisieren, muss es kritisieren. Und es gibt einen Haufen Sachen, die überborden und falsch gehen, gerade mit dem Konsum und Umweltverschmutzung. Das findet wirklich statt und das muss man auch ernst nehmen. Aber trotzdem, was wir erreicht haben, oder ich sage jetzt mal, unsere Vorfahren über hunderte von Jahren aufgebaut haben, auch mit der ganzen Industrialisierung, mit allem Negativen, was auch passiert ist. Aber von dem profitieren wir heute. Und dass wir nicht mehr alle allein im Wald in einem Hütchen leben müssen und auf Angst haben müssen, dass unsere Kinder vom Bär gefressen werden und wir an Krankheiten und Muttersterblichkeit und Kindersterblichkeit und so alles an dem noch sterben. Das ist alles eine Errungenschaft von unseren Vorfahren, finde ich, wo heutzutage nicht mehr so geschätzt wird. Und darum habe ich auch mit dieser Impfdiskussion, finde ich, ein Stück weit auch gefährlich, weil Tendenz, es gibt immer mehr Leute, glaube ich, wo sehr, sehr kritisch gegenüber der Wissenschaft im Allgemeinen sind. Und Pharmaindustrie und Regierung. Und ich sage nicht, dass dort alles gut läuft. Das sind Menschen wie du und ich. Yeah, yeah. Das sind gewinnorientiert. Es sind zum Teil korrupt. Es werden Sachen missbraucht und so. Wie auch in der Musikindustrie und überall. Aber trotzdem ist es im Großen und Ganzen, finde ich, ist es mega wichtig, dass wir schätzen, was wir hier haben. Der ganze Luxus und der Wohlstand. Und wenn man das plötzlich nicht schätzt, dann fängt irgendwie das auch an zu bröckeln. Und dann kommt irgendwie so eine Stimmung auf. Wie zum Beispiel mein Sohn hat, ich habe einen 14-jährigen Sohn, der in Biel-Banken wohnt übrigens und in Oberwil in die Schule geht. Yeah. Und sie haben jetzt sehr viele Themen, Umwelt. Mhm. Also weißt du, Umwelt, so die Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung und so. Was wir Menschen alles kaputt machen in der Welt. Ich finde das gut und wichtig, dass man das anschaut. Aber ich finde auch mega wichtig, dass man anschaut, was machen wir alles richtig. Yeah. Und wir Menschen sind im Grunde genommen gute Wesen. Wir sind wertvolle Wesen auf dieser Erde. Und wir machen vieles richtig. Und wir haben etwas Wahnsinniges zusammen aufgebaut. Nicht in jedem Ecke der Welt und nicht überall, aber im Großen und Ganzen geht es uns so gut wie noch nie. Und das müssen wir wertschätzen, weil das ist nicht dank mir und dank dir, sondern es ist dank den Leuten, die 100, 200 Jahre vor uns gelebt haben. Und mein Sohn kommt dann abends heim und sagt, die Menschheit ist mega scheiße. Ist wie ein Krebsgeschwür auf der Welt und sollten doch alle ausgerottet werden. Natürlich kann man das ein bisschen, als ich jünger war, habe ich auch, ich habe Strassen gehasst, ich habe Autos gehasst, ich habe Flüge gehasst, weil die machen alles kaputt und alles zur Sau und am liebsten einfach draußen in der Natur, oder? Ja. Aber wenn du älter wirst, denkst du auch, hey, nein, ich kann das schon sagen von meiner gewärmten Wohnung mit Bodenheizung und am Abend ziehe ich mir Netflix rein und so und bestelle mir eine Pizza, kann ich schon darüber motzen, was da alles schief geht. Yeah. Aber wenn es dann hart auf hart geht und ich müsste in den Wald leben, wo es keinen Weg gibt, wo es keine Gesundheitsversorgung gibt, wo es keinen Strom gibt und so, dann werde ich dann schnell wieder dankbar für das, was wir alles haben. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich habe das Gefühl,
Also da geht es mir jetzt eigentlich gar nicht mehr um die Impfdebatte, sondern was natürlich schon extrem spürbar ist, und das ist immer schon so gesehen, und das schließt eigentlich auch den Kreis zu, eben wenn es wieder mal, ich sage jetzt mal, einen kleinen Rechtsrutsch gibt, gesellschaftlich gesehen, dann ist es im Normalfall, weil es den Menschen eigentlich zu gut geht. Und wenn es den Menschen zu gut geht, haben sie auf einmal Zeit, sich nicht um Probleme zu kümmern, sondern neue Probleme zu kreieren, sage ich jetzt mal. Oder? Weil in der Basis funktioniert ja alles. Mhm. Also musst du eigentlich dein eigenes Leben irgendwie, eben, wieder farbenfroh, ich komme wieder auf das Wort, weil ich es heute schon mal gesagt habe, gestalten. So, das ist dann eigentlich deine persönliche Aufgabe. Weil alles andere ist für dich erledigt worden. Das klingt so blöd, aber das ist jetzt der Grundsatz von diesem Podcast. Also, der Feel-Good-Podcast ist, wie schaffe ich es eigentlich, mich durch die heutige Welt zu navigieren und eben die schönen Sachen zu sehen, zu schätzen, was man hat, zufrieden zu sein, wenn möglich, glücklich zu sein und sich eben gut zu fühlen. Und ich glaube, sehr, sehr fest hat das halt dann eben auch mit eigener Arbeit zu tun. Weil so viel Arbeit, die wir früher noch hatten, eben erledigt ist. Das ist alles weg. Das heisst, kennst du Richard David Precht? Ja. Ich bin ein großer Fan von dem, das ist ein geiler Philosoph. Für mich. So, oder? Der hat zu sehr vielen Themen hat er etwas zu sagen und so. Und was ich spannend gefunden habe, zum Beispiel, das kann man zum Beispiel aufs Impfen beziehen, aber ganz grundsätzlich sind Bürgerinnen und Bürger eigentlich alle möglichen Pflichten weggenommen worden, weil der Staat alle die Pflichten einfach hat übernommen. Das ist früher nicht so gesehen. Früher hat der Staat viel mehr Pflichten an Bürgerinnen und Bürger auf zum Beispiel Gesundheitsversorgung oder Rechtsvollzug und so Sachen. Genau. Also du musst dich eigentlich um nicht mehr viel kümmern. Ja. Du bist auch in sehr vielen Bereichen eben gut geschützt und du musst eigentlich nur noch Steuern zahlen. Das ist eigentlich deine einzige Aufgabe, die du gegenüber dem Staat hast. So. Und durch das hat Bürgerinnen und Bürger, ein Teil davon, muss man natürlich sagen, auch ein bisschen vergessen, dass das mal eben so gesehen ist. Sondern sieht es jetzt einfach als normal an. Und das ist meine Freiheit. Und wenn jetzt irgendetwas passiert, sei es eine Pandemie oder sonst, wo die gefühlt in dieser Freiheit einschränkt und dir vielleicht auch sogar eine gewisse Pflicht aufbürdet, so, danach kommt die Unzufriedenheit. Oder? Und das find ich einen sehr spannenden Aspekt. Okay, weil, jetzt mal eine Maske tragen und so Sachen. Genau, und so, weil halt auf einmal hast du auch wieder eine Verantwortung. Ja, schiess sie doch an, die willst du nicht tragen. Fuck that, ich laufe doch so rum, wie ich will. Oder? Und das find ich sehr spannend, weil eben dort zum Beispiel wahrscheinlich, weil es zu fest auf eine Seite gegangen ist, keine Symbiose mehr entstanden ist. Oder? Es ist nicht gesehen wie früher, du musst noch das machen, du musst noch das machen. Und was findest du denn grundsätzlich? Findest du, du würdest eher als links bezeichnen, politisch? Ich bezeichne mich eigentlich gar nicht politisch. Ich habe mal so einen komischen Test gemacht, wo per Definition ich anscheinend grünliberal bin. Okay, so. Aber ich find sehr schwierig, sich nicht mehr einzugrenzen, weil ich bin sicher ein liberaler Mensch, ich bin auch sicher für Fortschritt, ich bin für Inklusivität und sehe dort viel linke Aspekte, bin aber eben aufgrund von... Was meinst du mit Inklusivität? Ich finde, dass eben möglichst alle Meinungen respektiert werden, dass man nicht irgendwie fest... Du bist sehr offen allen Meinungen gegenüber und so, ja. Und dort sehe ich dann eben zum Teil ein Problem bei sehr links, wo dann sich schon fast wieder verliert, indem wir meinen es so gut mit allem, dass wenn es jemand nicht so meint, super scheiße ist. Ja, so. Also ich find auch ähnlich wie du, glaube ich. Ich finde, es braucht beides. Es braucht, es ist ja einerseits, kann man es sagen,
so definieren, sind die Konservativen, die sagen, so wie es ist, ist gut und man will gar nichts ändern. Yeah. Und dann die, die sagen, nein, es ist alles scheiße, man muss alles ändern. Mhm. Und es braucht ja beides. Yeah, yeah. Also es sind Sachen, die scheiße sind, die man ändern muss, die man nicht weitermachen kann, aber es ist auch sehr vieles gut, das man muss behalten muss, yeah, was gut ist. Und ich glaube, der Konflikt oder die Diskussion, die muss ständig stattfinden. Yeah. Und es braucht auf jeden Fall beides, weil du kannst nicht stehen bleiben. Und ich sage jetzt mal, wie es vielleicht rechts eher der Fall ist, die Probleme, wo bestehen, nimmt man zu wenig ernst, weil es ist ja eigentlich alles okay, man muss nichts ändern, Kapitalismus funktioniert, Wirtschaft funktioniert und so, yeah, keine Schranken, Föderalismus funktioniert und so, und dann die Links eher, die sagen, nein, es ist eigentlich alles scheiße und die Welt geht kaputt und in 20 Jahren sterben wir alle aus, wenn wir jetzt nichts machen, oder, wo ja auch nicht stimmt. Ja. Yeah. Und darum glaube ich, sehr ja. Man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber nein, es ist sehr eine einfache Darstellung. Aber darum finde ich es schon allein schwierig, die Unterscheidungen zu machen. Ich weiß, es wird eben so politisiert. Ja, aber ich glaube eben darum finde ich es auch gut. Und ich habe das auch immer gut gefunden, gibt es politische Parteien. Und darum finde ich es auch gut, gibt es eine SVP und gibt es eine SP oder eben gibt es Grüne. Ich glaube, ich würde mich auch irgendwann probieren zum positionieren. Oder du musst dich ja positionieren als Politiker und das ist ja das, was du dann einfach kaufst, den Leuten. Yeah, yeah. Also weißt, yeah, yeah. Und ich frage mich amigs dann schon auch, wenn so ja, wirklich ein Politiker, der sehr rechts politisiert, kann das wirklich sein? Also weißt, ist das jetzt einfach seine Marke, die er aufgebaut hat, yeah, wo er jetzt so verkauft? Er ist der Politiker, das ist er. Mm-hmm. Insgeheim ich denke dann gleich ein bisschen, ja nein, dort und dort ist vielleicht ein bisschen mehr Staat, wäre gleich nicht schlecht und so. Oder sind die Leute wirklich zu 100% überzeugt von dem, was sie so verkaufen? Mhm. Aber eben, es braucht es halt. Ich meine, das ist unser politisches System, es braucht politische Parteien und parteiische Leute, damit wir als Bürger können wählen und können sagen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und ja, der Bundesrat ist dann nachher wieder halt eine Kombi. Ich meine, die dürfen eigentlich nicht mehr so parteiisch sein, weil die müssen dann eigentlich alles so ein bisschen vertreten. Von dem her finde ich unser System gut und ich finde, es braucht beides. Und ich bin in dem Fall auch für Inklusivität, wie du gesagt hast. Ich finde, es braucht alles und man muss zuhören und zusammen reden. Und dann findet man, glaube ich, auch gute Lösungen. Und wenn man anfängt, und darum finde ich es jetzt ein bisschen heikel und ich habe jetzt auch keine Lösung. Ich glaube, mit dieser ganzen Impfdebatte, die jetzt im Moment wirklich irgendwie mühsam ist, yeah, und sich so ein bisschen zuspitzt. Und ich verstand es auch nicht. Und ich habe zum Beispiel auch gestern, bin ich mit meiner Freundin in einem Auto unterwegs gewesen und dann nachher hat sie gesagt, eine Schwägerin von mir, sie hat engen Kontakt gehabt mit einer Schwägerin von mir, ist im Spital. Sie ist nicht geimpft. Und dann habe ich so eine Bemerkung gemacht, ich habe nicht mehr gewusst, ich habe nur das gehört. Dann habe ich Bemerkung gemacht, ja, weißt du, das regt mich jetzt schon ein bisschen auf, wieso hat sie sich nicht können impfen lassen? Und dann ist sie wirklich ausgeflippt, meine Freundin, was das soll und so. Und sie zahlt auch Krankenkasse ins Fernspital und hat irgendwie auch recht. Aber ja, ich finde es im Moment recht schwierig. Und ich glaube, was dort falsch gelaufen ist, ist, glaube ich, Kommunikation. Ich glaube, von Anfang an, dass man zu wenig die Leute ernst genommen hat oder dass man zu wenig eine öffentliche Debatte, glaube wirklich geführt hat, wo die von Anfang an haben alle können sagen, wieso sie, oder weißt du, wie ich meine? So ich habe eher das Gefühl, wie mit vielem ist ein bisschen eher das Problem Missinformation. Weil eben jetzt im Rahmen von Inklusivität, um bei diesem Wort zu bleiben, bin ich nicht ganz so Hardliner wie andere. Nimmst du noch mal rein? Ich nehme noch ein bisschen, gerne. Was haben wir? Ja, machen wir noch ein bisschen. Bin ich nicht so Hardliner wie andere und finde nur so, weil es könnte vielleicht meine Überzeugung sein, das heißt, und ich finde, ja, es müssten sich alle impfen, aber ich respektiere komplett, wenn jemand sich nicht will impfen lassen. Weil ich irgendwie so wie das auch von anderen Leuten erwarte. Oder? Ich erwarte auch, dass wenn ich irgendwie etwas will machen oder nicht will machen. Aber dort habe ich eben Mühe, weil ich merke, ich kann es nicht zu 100% respektieren. Ja, eben. Und das sage ich, ich bin nicht so hart einer. Ja, aber um den Satz fertig zu machen, ich verstehe es nicht, wenn es aufgrund von Fehlinformationen ist. So, weil ich glaube mir, es gibt einen marginalen Prozentteil, ja, mit denen Leuten habe ich zum Teil auch schon geschwätzt, wo ich wirklich 2 Stunden mit dieser Person reden
Und sie versteht, warum ich es mache. Und ich verstand, warum sie es nicht macht. Und wir haben beide kein Problem damit. Ich glaube, dort ist wirklich, eben dort wird es dann sehr politisiert, sehr, sehr fast schon religiös, entweder oder. Also mit jemandem eine Debatte zu führen, gibt es jetzt Gott oder gibt es jetzt nicht Gott, kann man auch sich entweder einfach anficken und sagen, du bist so eine Vollidiot, was hast du eigentlich das Gefühl, warum hast du das Gefühl, A, dass es ihn gibt oder B, dass es nicht gibt, bla bla bla. Und genau das Gleiche kann es auch in dem sein. Das heisst, es gibt einen marginalen Prozentteil, wo ich kann sagen, okay, ich verstand spezifisch, warum. Ja? Wenn es dann aber ist, keine Ahnung, eine Frau zwischen 20 und 35, die sagt, weißt du, dann kann ich nicht mehr schwanger werden. Mhm. Das ist offensichtlich eine Fehlinformation. Mhm. So, weil die Chance, dass du nicht mehr schwanger werden kannst, wenn du das Virus kriegst, irgendwie 200 Mal höher ist, als wenn du den Impfstoff kriegst. Mhm. Und dort habe ich dann ein Problem. Weißt du, wo ich dann so wie merke, aha, es ist, weil irgendwie dort mal auf Instagram ein Video umgeschickt worden ist. Und es ist, weil da irgendeine Fehlinformation auf Facebook gepostet worden ist und auf WhatsApp und so. Ich sehe es auch so. Darum sage ich, ich verstand für einen kleinen Prozentteil, verstand ich sehr wohl, wenn man es nicht will machen. Aber es ist nicht der Prozentteil, der jetzt nicht geimpft ist. Ja, ich sehe es halt. Ich habe zum Beispiel bei meiner Freundin null Angst um sie, dass sie sich nicht impfen lässt. Weil sie hat ein viel stärkeres Immunsystem als ich, glaube ich. Yeah. Ja, wenn ich mal krank bin, dann bin ich eine Woche krank und sie hat vielleicht einen halben Tag ein bisschen Schnuder drin. Yeah. Und dann ist es wieder gut. Also ich habe null Angst um sie. Und sie ist top gesund und alles. Und trotzdem habe ich halt das Bild so ein bisschen bei mir im Kopf, dass wir, ich meine, wir sind Gesellschaft. Und es ist wie, wenn du jetzt in einer Gruppe von 10 Leuten gehst, bergsteigen. Als Beispiel. Mhm. Müssen alle einen Helm haben und eine gute Ausrüstung haben, weil wenn einer, du bist zusammen verbunden, sagen wir jetzt mal, ich bin kein Bergsteiger. Das ist das Bild, das mir in den Kopf kommt. Und wenn einer sagt, nein, ich habe keinen Bock drauf, ich glaube nicht daran, dass Steine heute von den Bergen runterkommen, ich muss jetzt keinen Helm anlegen und gute Wanderschuhe, weil ich habe barfuß und ohne Helm und eine Kappe nützt bei mir auch. Yeah. Oder dann denken die anderen 9 Leute, denken, ja nein, du bist Teil von dieser 10er-Gruppe, wir sind darauf angewiesen, dass du dich auch gut schützt, weil mir schätzen es so ist, dass die Steine wirklich runterkommen können. Es ist die Gefahr vom Helm, dass du weniger gut siehst, zum Beispiel, ist viel kleiner. Mhm. Oder dass du dich verletzt von einem Stein. Ja. Du bist einfach besser geschützt mit einem Helm und mit guten Schuhen. Und so sehe ich es ein bisschen mit dem Impfstoff auch. Es ist nicht ein Wundermittel, es ist einfach ein Mittel, das offensichtlich nützt, dass man als Gesellschaft ein bisschen besser geschützt ist. Mhm. Und ich glaube auch daran, wenn 100% von der Bevölkerung sich impfen würde, das Virus wäre auch nicht ganz ausgestorben, weil es hat ja nur so einen hohen Wirkungsgrad. Yeah. Das heisst, auch dann hast du nicht den 100% Schutz. Und, aber es ist einfach ein gutes Werkzeug, das wir haben, dass man die Pandemie möglichst rasch und gut und schmerzlos in den Griff kriegt. Und darum, und das ist für mich absolut logisch und absolut klar. Mhm. Und darum das Gleiche, wie wenn du in einer Gruppe von 10 Personen jetzt wandern würdest, gleich wie dort das Verständnis auch gleich null wäre. Wenn jetzt jemand ohne Helm, oder der dürfte gar nicht mitgehen auf die Wanderung. Das ist das, was ich wollte sagen. Das ist ja eben und genau. Und finde ich es so schwierig, was machst du? Yeah. Was machst du? Yeah. Weil ich auf der anderen Seite finde ich es auch falsch, um das zu bestimmen. Und ich finde auch, die Leute, nein, die haben genauso das Anrecht auf gesundheitliche Versorgung, wenn es dir verwünscht, finde ich auch. Mhm. Und trotzdem habe ich Mühe damit. Yeah. Weil es für mich so fast so ein bisschen fahrlässig und so irrational und so. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Und all die Argumente, wie du auch gesagt hast, eben wegen dem Schwangersein und all die anderen Sachen, die noch rumgeistern, wo natürlich zu 100% kannst du nicht ausschließen, aber du hast ein gewisses Risiko beim Impfstoff und du hast ein 100% Risiko beim Virus, wo du weißt, hey, wenn du das bekommst, es gibt Leute, die davon sterben, auch wenn es wenig gesunde Leute sind, aber es gibt Leute. Ich finde, jeder, der gesund ist und wegen dem stirbt, finde ich zu viel. Und von dem her bin ich ein bisschen im Clinch. Ja, weil einerseits will ich nicht verurteilen und andererseits bin ich so überzeugt, es ist das Richtige und es wäre das Richtige für alle zusammen, weil wir zusammen im gleichen Boot sitzen. Und das ist ja wahrscheinlich ein bisschen das Problem momentan, oder? Dass die ganze Menschheit im Clinch ist. Oder? Weil wenn hat man schon die Möglichkeit, mal global über das Gleiche zu reden. Mm. Weißt du, wie ich meine?
Das gibt es ja eigentlich gar nie, oder? Gerade weil eben unsere Gesellschaft sonst so segmentiert ist, du hast in allem nur noch Special Interest, oder? Und es ist wirklich einfach, wenn du die YouTube aufmachst, wird kein Video das gleiche sein, wie wenn ich meins aufmache oder wenn der Christoph seins aufmacht oder was weiß ich. Wenn du die Instagram-Feed aufmachst, wenn du die Facebook aufmachst, wenn du vielleicht gewisse News-Seiten sogar aufmachst, wird etwas anderes stattfinden. Mhm. Seit aber bald 2 Jahren reden wir alle über das Gleiche. Sogar mehr. Ja. Ich glaube, noch nie so viele in diesem Podcast über das geredet. Aber ich finde es spannend. Und ich glaube, das ist ja jetzt das Problem, oder? Man hat durch das hat man auch den Clinch, oder? Weil ich bin eben ein großer Vertreter von Leben und Leben lassen. Und genauso wie du im Flugzeug zum Beispiel keine Knarre darfst mitnehmen, gibt es dann halt einfach gewisse Regeln, wo man kann befolgen und gewisse, wo man nicht kann, also befolgen, bei gewissen Sachen, wo man dann wie nicht kann mitmachen. So. Zum Beispiel Rauchen im Flug. Weil dann würdest du die anderen alle verpesten sozusagen. Genau. Oder irgendwie so. Und darum bin ich dann natürlich schon so mit der Bergsteiger-Analogie, eben, dann sagst du halt einfach Person 11, wo sagt, das finde ich alles scheiße, sagst, du kannst nicht mitkommen. Sorry. Aber eben, das können wir hier nicht machen, weil du kannst nicht sagen, alle, die sich nicht impfen lassen, gehen aus der Schweiz. Nicht gehen aus der Schweiz, aber können jetzt nicht ins Restaurant. Ja. Für den Moment. Ja. So, also sprich, sie können sogar mit einem Test. Kostet halt. So, jetzt sind wir wieder zum Kreis schließen, sind wir wieder bei unserem Live-Problem. Ich weiß nicht, wie es ist für 77 Bombay Street, aber ich sage jetzt mal so, 50 Stutz mehr zahlt kein Sau für mich. Wie meinst du? Zum noch einen Test machen. Okay. Nein, ja, das ist so. Das ist so. Das ist echt ein Problem. Und eben, wie ich am Anfang auch gesagt habe, das sind sogar die Geimpften, wo noch sehr viel Bedenken haben. Also es ist, ja. Hey, noch ein halbes Jahr, der Winter durchstehen, dann kommt wieder der Sommer und ich bin halt ein Grundoptimist. Ich sehe es gut gehen. Ich glaube auch. Ich sage auch immer wieder, es ist ja zum Glück eigentlich nicht so ein gefährliches Virus. Ich meine, es könnte ja viel schlimmer sein. Ich meine, es könnte ja die Kinder treffen oder irgendwie wirklich, dass auch gesunde, starke Leute, an dem Virus sterben. Und das sind wirklich die mit Vorerkrankungen und ich glaube, die, was vor allem bereicht. Und natürlich ist es für die schlimm, aber es ist von dem her gesehen, haben wir eigentlich ein Glück und ich sehe es von dem her gesehen auch optimistisch, dass jetzt eigentlich alle den Winter, die sich nicht impfen lassen, sind dann gezwungenermaßen genesen halt irgendwann einmal. Yeah. Und die anderen sind geimpft. Und von dem her hoffe ich auch, dass es so richtig wieder losgeht im Live-Business im Frühling und Sommer. Ja, das denke ich schon. Wir haben jetzt gar nicht über das Album geredet. Wir haben jetzt nur über das Impfen und Gesellschaft und Politik geredet. Aber du hast gesagt, was ist es gesehen? Fünf Jahre haben eigentlich. Im 2015 haben wir das letzte Album rausgegeben und haben dann im Januar 2017 haben wir den letzten Auftritt gespielt. Wieso? haben einfach irgendwie. Ja, wir haben Pause gebraucht. Ja, wir haben Pause gebraucht von der Musik. Es ist irgendwie so, das Feuer ist nicht mehr da gewesen. Es hat uns nicht mehr so Spass gemacht, mir vor allem nicht. Ich wollte mein Studium abschließen. Ich habe Lebensmittelwissenschaften studiert. Ja. Die anderen wollten auch etwas anderes machen. Und so, obwohl wir es eigentlich als vier Brüder immer noch gut haben und so gar nicht irgendwie persönliche Schwierigkeiten miteinander, haben wir einfach gefunden, man braucht ein bisschen Distanz zu der Band und haben das auch neu wollen organisieren, irgendwie die Band, wie wir intern funktionieren und das sind wir jetzt irgendwie wieder frisch organisiert, mit frischem Elan zurückgekommen. Ja, aber dort ist ja schon super viel los gewesen für euch. Also wo es dann eben so richtig losgegangen ist, du hast vorhin Up in the Sky erwähnt, aber so einfach, wo 77 Bombay Street fast schon Manie losgegangen ist, da bist du ja dann
ich frage mich dann immer, es gibt oft so Situationen, und mit vielen auch schon in diesem Podcast darüber geredet, es gibt ja dann so Situationen, wo sich alles anfängt zu überschlagen, wo du irgendwie auch noch die Möglichkeit musst haben, schnell durchzuschnaufen, schnell zu genießen, rauszuzoomen, überhaupt zu sehen, was da alles abgeht. Mhm. Weil eben, es passiert so viel. Ja, oder? Du sagst es sehr gut. Das ist wirklich schwierig und das braucht Zeit. Und ich glaube, das ist, je weniger Erfahrung hast und je jünger du bist, desto schwieriger. Darum glaube ich auch die jungen Stars, die jung mega berühmt werden, die haben es mega schwierig, zum zufrieden sein und dankbar sein und das irgendwie sehen, was sie alles erreicht und das können schätzen. Das ist fast nicht möglich. Ja, das ist ja normal. Ist ja so losgegangen. Genau. und darum hat uns das auch gut getan. Yeah. Und darum tut es auch gut, du musst mal irgendwie auch unten durch oder gehst mal einen Song raus, der vielleicht nicht so Erfolg hat oder musst wieder arbeiten oder irgendwie so Sachen sind sehr gesund, glaube ich, für das eigene Selbstbewusstsein und für Dankbarkeit, so, was das man alles hat können erreichen mit Musik. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann gesehen, dass der im Paradiso in Amsterdam spielt. Mhm. Das ist eine meiner absoluten Lieblingslocations. Ah, wirklich? Wir haben allerdings im kleinen Saal gespielt. Ja. 250 Leute oder so. Also ich finde schon Weltklasse. Ja. Und für mich ist es ein bisschen ein stellvertretendes Beispiel. Mhm. Oder? Einfach so, eben für mich ist das so, oh mein Gott, fuck. Mhm. Die spielen im Paradiso in Amsterdam. Oder? Mhm. Ich liebe die Location. Mhm. Fuck, ist das geil. Mhm. So. Und ich sage jetzt nicht für euch. Aber bist du mal gesehen? So im Backstage und so hindurch und so? Einmal bin ich hindurch gelaufen. Also recht speziell. Yeah. Also. Ja, kleine Anekdote, bitte. Kennst du Donovan Frankenreiter? Ja. Ah, geiler Musiker. Okay. So eine Surfer, ein Kollege von Jack Johnson eigentlich. So. Okay, ja. Und der hat dort ein Konzert gespielt und dann haben wir uns mit dem Bassist angefreundet. Mhm. Und so. Und ich habe mir dann so gedacht, weißt du, für andere ist das dann so, ja, auf der weiteren Location, wo man irgendwie schnell unterwegs ist und so. Und eben, dass man dann überhaupt kann, das geniessen, braucht selber sicher auch ein bisschen Arbeit, sozusagen. Das ist so. Ja. Und das ist etwas vom Schwierigsten, dankbar sein für das, was du hast und das können wertschätzen. Ja. Ich denke, das ist auch ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, mit unserer heutigen Gesellschaft, nur kurz. Es ist auch, wenn man alles hat und in dem Luxus kann leben, wie wir in der Schweiz, es ist alles da, es ist alles selbstverständlich, oder? Und dann kannst du das gar nicht schätzen und dann fängst du an, Sachen auch kaputt zu machen, weil du das nicht kannst schätzen, weißt du, wie ich meine? Es ist das Gleiche, man sagt ja auch, zum Beispiel eine erfolgreiche Firma ist irgendwie keine Ahnung, irgendwie die erste Generation baut es auf, die zweite Generation macht es richtig gross und die dritte Generation macht es wieder kaputt. Yeah. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hat einfach schon etwas, weil die dritte Generation ist einfach da und es ist normal und es ist gut und dann gibst du gar keine Mühe mehr und dann geht es halt wieder kaputt, weil du schaffst nicht mehr daran, dass es wirklich gut wird. Ich sag immer, auch beim König ist irgendwann der Trottel König geworden. Ja, ja, es ist so, ja. Yeah. Nein, und darum ist auch bei uns in der Band, wir haben auch Mühe gehabt, obwohl es eigentlich gegangen ist, weil wir sind vier Brüder. Ich glaube, das hat geholfen irgendwie, dass wir auf dem Boden bleiben, so die Verwurzeltheit in der Familie. Und auch, dass wir schon ein bisschen älter sind gesehen. Ich meine, ich bin im 2011, wo das Ganze abgegangen ist, bin ich auch schon irgendwie 28 gesehen oder so, also nicht 14 oder 15. Ja. Yeah. Und ich glaube, das hat schon geholfen. Und trotzdem irgendwie... Bestellt ist, gell? Ja. Und trotzdem irgendwie die ganze Zeit Musik machen und nur Musik machen, ist auch irgendwie ermüdend. Mhm. Und ich hatte einfach das Bedürfnis gehabt, um mein Hirn auch für etwas anderes zu brauchen und habe dann darum das Studium abgeschlossen. Ja. Wie tut man denn wieder restarten? Gibt es irgendwann den Moment, wo man sagt, okay, jetzt ist gut? Mit der Band jetzt? Ja. Yeah. Ja, wir haben es dann noch vermissen und ich bin dann auf meine Brüder zugegangen und habe gesagt, hey, schau, eigentlich ist es mega schade, dass wir nichts mehr machen und haben dann wieder Lust, um langsam so ein bisschen anfangen, um so Unplugged-Konzert zu spielen und dann haben wir eben so ein bisschen Unplugged angefangen, ohne Schlagzeug. Ist halt gerade sofort viel kleineren Aufwand, brauchst weniger Crew und so.
Wie hast du das gemacht? Hast du einfach mal gesagt, kommen alle zum Essen? Und, Ja, die erste Sitzung weiss ich gar nicht, wie du es gesehen hast. Ich, ja, wir haben uns wirklich getroffen und haben das zusammen besprochen. Und danach haben alle gesagt, ja, mal schauen. Also sehr vorsichtig, so ein bisschen hergetastet. Und dann ist es immer gewachsen und gewachsen, bis jetzt wieder das Album da ist. Ja. Geil. Also ich finde es übrigens sehr gut. Danke vielmals. Yeah. Merci. Vor allem eben, wenn es nach einer langen Pause so eben so ein Prozess ist, der hat ja trotzdem, ich behaupte ich immer das Unterbewusstsein, hat ja trotzdem irgendwie weiter geschafft. Also klar, ja, du hast nicht aktiv Musik gemacht, aber es ist ja trotzdem etwas passiert. Ja, und vor allem beim Songwriting tust du ja auch immer über das schreiben, oder meistens über das schreiben, was du irgendwann einmal früher erlebt hast. Mhm. Und du tust ja immer auf das zurückgreifen. Ich glaube, als Schriftsteller und so, glaube auch, aus das, was irgendwie tief in dir drin ist. Und Comedy auch. Und nicht irgendwie, wenn du zum Strand bist, schreibst du ein Lied über einen schönen Strand irgendwie, sondern du tauchst dann irgendwie in dich runter und denkst dann irgendwie an etwas zurück, was du dann und dann mal in dieser Höhle erlebt hast oder so, und schreibst dann einen Song da drüber. Ja. Eben, Comedy ist genau das Gleiche. Also das ist oft, bei Comedians ist oft das Problem, wenn sie zu erfolgreich werden, weil du hast ja dann eben, du hast ja dann nichts mehr zu erzählen. Ja, du erlebst nichts mehr Spannendes eigentlich. Genau. Du erlebst nur noch alles. Und nichts, was nachvollziehbar ist. Du bist nicht mehr im Leben so verankert. Genau. Ja. Das ist extrem. Also weißt du, so, und dann ist mir auf dem Privatchat die Geschichte passiert. Ja. Ist oft so. Kann aber wahrscheinlich auch, kann auch gut sein, glaube ich. Die Schwierigkeit ist, dass du immer echt bleibst halt. Ja. Ich meine, ich habe mal ein bisschen deutscher Rap gehört. Ja. Also bewusst eigentlich. Ja. Und über was die alles singen. Und die singen ja auch über den ganzen Luxus und den Ruhm und Bitches und so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es ist ja eigentlich auch, sie tun ja das auch echt verarbeiten, was sie da erleben. Ja. Und darum finde ich es eigentlich auch gut. Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt, also es ist halt schwierig, du kannst dann nicht mehr, wenn du ein Super-Mega-Star bist, macht es keinen Sinn mehr, wenn du irgendetwas singst, wo dir gar nicht echt zum Herz auskommt. Und du singst dann halt über deine Bitches und über deine Millionen und so. Außer natürlich, was halt drum auch immer der Klassiker ist, ist die Liebe, oder? Ja. Weil auch größter Superstar XY kann Herzschmerz haben, kann frisch verliebt sein, oder? Und irgendwie, Das ist schon spannend, wie es dann eben so gewisse universelle Themen kann geben, die dann wieder funktionieren. Ja, und ich glaube, der Unterschied ist auch noch ein bisschen, ich glaube, von mir zu dir, ist das Musik machen schon noch mal etwas anderes. Insofern, dass ich habe das Gefühl, du bist eher, oder als Comedian bist eher, stehst eher da mit einer Message schlussendlich. Ich glaube, du hast eher mehr als nur die Leute unterhalten, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl jetzt bei mir selber, ich weiss, es gibt so Musiker und Bands, die auch für eine gewisse, sogar politische Meinung stehen. Und so gibt es auch, aber ich glaube nicht so viel. Mhm. Ich glaube, die allermeisten stehen wirklich für gute Musik oder für das, was sie machen. Und durch das Band, weißt du, wie ich meine? Ja. Politisch unabhängig und so. Ja. Und ich habe das Gefühl, oder ist es nicht ein bisschen so, dass als Comedian bist eher da mit einer gewissen Message, du willst das und das den Leuten mitgeben und nicht einfach jetzt nur die Leute zum Lachen bringen. Man hat sicher gewisse Anliegen, sage ich jetzt mal, aber ich sehe mich mit der Comedy schon sehr als Unterhalten. Ja, Entertainment first. Okay. So, Entertainment ist, kannst du gar nicht machen. Genau, ich bin Komiker. Also das Ziel ist, dass die Leute lachen und Spaß haben und Freude haben. Und wenn es ein bisschen Message hat, war das noch schön. aber dann war es auch hauptsächlich, wie wir es vorher irgendwie ein bisschen besprochen haben, irgendwie, nur weil jemand anderer Meinung ist, ist es nicht automatisch ein Arschloch. Ja. So, oder? Und so ein bisschen so Sachen. Das heisst, ich probiere eigentlich immer ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. So, und das kann eben sein, du und ich sind nicht gleicher Meinung, aber wir haben trotzdem Gemeinsamkeiten und lass uns lieber auf die schauen, als uns anzufeinden wegen der unterschiedlichen Meinung in diesem Punkt. So, oder? Und ich weiß nicht, ob ich sage das nicht auf der Bühne mit, hey,
übrigens, sondern ich probiere das mehr so eben als Gesamterlebnis zu kreieren. So. Ja. Und ich glaube, darum sind wir zum Beispiel in dem Punkt recht ähnlich, dass ich bin jetzt nicht super message-orientiert in meiner Comedy, sondern eben fast nicht im Gegenteil, aber schon fast in die andere Richtung. Ey, man hat nicht so viel Scheiß den ganzen Tag. Yeah. Wenn du jetzt zu mir kommst, dann will ich dich nicht noch mit mehr Scheiß vollladen. sondern eben, hey, es ist eigentlich schön, es ist toll und wir haben es gut. Ja? Es ist eigentlich so, dass jede Zelle meines Körpers. Genau. Nicht gerade so. Aber es ist schon eben auch etwas Gemeinsames. So. Mm. Ja. Glaube ich schon. Und darum glaube ich nicht in meinem Fall, dass es jetzt mega message-orientiert ist. Das weiß ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass das noch der Fall könnte sein, weil ihr halt auch mehr mit Text, ich glaube, ihr habt mehr Text schlussendlich, oder? Wo eine Comedian schafft. Ja. Yeah. Sich jetzt, wo irgendwie alles persönliche Gefühle eben, und so Emotionen eigentlich verkauft. Klar, aber es geht dann eben auch gleich zurück. Ich denke dann irgendwie auch an, was ist mir mal passiert und was beschäftigt mich in irgendeiner Art und Weise. Aber das Endergebnis merkt man dann vielleicht nicht, dass mich das mega beschäftigt hat, sondern das ist einfach eine kleine Episode aus meinem Leben. Und ich nehme einfach, ich extrahiere die lustigsten Sachen aus dem und präsentiere das dann. So, oder? Irgendwie, ich erzähle im jetzigen Programm erzähle ich von meinem ersten Job. Und das ist, am Schluss ist das ist ein völlig kurzes Ding, wie ich in der kalten Küche im Migros belegte Brötchen und ist es der erste Job gewesen? Ja, okay. Und Salat gemacht habe. So, oder? Und ich verbinde das Ding mit zwei, drei Sachen, die wirklich dort passiert sind. Es ist aber im Hintergrund ist natürlich eine komplette Verarbeitung von dem. Weil ich zum Beispiel in diesem Job nicht wirklich happy gesehen bin. So, oder? Und das irgendjemand lungert das und man verarbeitet das dann. So, und indem ich jetzt so ein kurzes Ding draus gemacht habe, wenn ich jetzt im Programm spiele, habe ich wie mit dem können abschließen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mega unglücklich gesehen bin die letzten 15 Jahre, seit ich den Job gemacht habe. Und finde, oh, Fruchtfliege! Christoph, wir haben sie gezügelt. Ja, wir haben sie gezügelt. Wo bin ich? Ich glaube nicht mal eine Fruchtfliege gesehen. Sondern es ist mehr so, das ein ist Liebe. anscheinend irgendein, ja genau, das ist anscheinend noch irgendein in mir gelungert, weil sonst hat es mich nicht dazu bewegt, irgendwie das komödiantisch zu verarbeiten. So, oder? Aber das ist jetzt sehr ein plumpes Beispiel. Aber darum, es hat eigentlich mit dem zu tun, dass man dann aus Erlebtem viel unbewusst auch. Ja, probiert irgendwie etwas Lustiges zu extrahieren. Oder? Und man spielt dann auf einmal auch wieder mit dem Gefühl, weil die Menschen erleben sich dann wieder, wie man auf einmal in einer gewissen Situation so reagiert, wo ich dann erzähle, oh, und dann habe ich das und das gesagt und ich finde das mega komisch, dass ich das gesagt habe oder so typisch, dass ich das sage, dass dann auf einmal Leute sagen, ah, das ist bei mir auch so. Oder? Das heisst, es basiert dann aber auch dort wieder auf Gemeinsamkeit. Oder? Und ich glaube, eben dort basiert dann auch die Abspaltung von, wenn jetzt eben jemand erzählt, oh, und dann habe ich mit meinem so viel Geld habe ich das Schloss kaufen und dann sagt der Typ, nein. Und dann ist es oft so, du hast keinen Bezug mehr. So, also. Ja, spannend. Ich finde auch immer, jetzt, wenn man vom Songwriting redet und so, und jetzt auch von dem Album, es ist immer eine Kombination zwischen Herz und Kopf, die halt muss stimmen, oder? Und das ist, dass der Kopf mit dem Kopf, wo du brauchst, um ein Lied zu schreiben, du kannst nicht nur mit dem Herz irgendwie, sonst würdest du einfach irgendwie, wenn du traurig bist, würdest du halt einfach 3 Minuten heulen oder so. Ja, ja, und das ja, ja. Jemand hören. Du musst es irgendwie in eine Form bringen, wo kannst kommunizieren. Und dass mit dem Kopf das Herz nicht kaputt machst und umgekehrt. Dass mit dem Herz kannst du jetzt so rational nicht kaputt machen, aber einfach, dass das zusammen funktioniert. Das ist saumässig schwierig. Weißt du, was mich das gerade erinnert? Kennst du Charles Bradley? Nein. Charles Bradley ist ein Soul-Sänger gewesen. Man darf ihn nicht zeigen, Christoph, sonst sind wir gerade weg vom Fenster. Was zeigen? Er tut da ab und zu ein bisschen googeln. Aha. Also, sprich, du kannst Matt kannst ja zeigen.
Ja. Du hast eh kein Internet. Das ist alles am Arsch da. Alles am Arsch. Kurzgeschichte, da war ein früher James Brown Impersonator gesehen. Ja. Also so als Verarschung, oder? Nein, wirklich, okay. Ach, gut. Ja. Sensationelle Soul-Sänger. Ja. Ja. Leider gestorben vor ein paar Jahren. Zeig mal ein Bild von ihm. Yeah, Weltklasse. Ja, Weltklasse. Gleicht ihm auch noch ein bisschen, gell? Dumm, eben. Und er hat lang, also von dem gelebt, ist fast übertrieben, ja. Er hat oft lang von dem zehrt, dass er als James Brown Impersonator... Und er hat auch seine Songs gesungen. Genau, so. Ja. Und es gibt eine ganz tolle Doku über ihn. Also ich hole jetzt ein bisschen aus, gell? Ja. Aber was eigentlich passiert ist, die Band, die mit ihm geschafft hat, shit, wie heißen sie? Ja. Er ist dann halt wie entdeckt worden, aber erst nach 60, er ist schon über 60 gesehen, oder knapp 60, so. Hat das Ausbildungslevel gehabt, irgendetwas, sind es die Dab-Tones gesehen? James Brown, Tribute Show, lalalala. Das geht so schnell. Dab-Tone Records. Genau, also ja. Dab-Tones. Und der hat von der Ausbildung her, der hat nie eine Ausbildung gehabt. Und der hat lesen und schreiben können auf dem Level von einem Erstklässler. Mhm. Das heisst, obviously hat er jetzt keinen Song können schreiben. Mhm. Was sie aber gemacht haben, sie haben dann mit ihm im Bandraum oder auch im Studio, haben sie gespielt und sie haben so ewig lange Jam-Sessions gemacht. Mhm. Und er hat dann einfach wirklich seine Gefühle gesungen. Mhm. Und er hat so viel Scheiße erlebt mit irgendwie sein Bruder, der von einem Dealer verschossen worden ist und Armut und wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und er hat wirklich oft seine Emotionen gesungen und dann haben die anderen, der eine Songwriter, hat dann effektiv das umgesetzt. Dass es funktioniert. Ja, so. Ja. Dass der tatsächlich über sein Leben singt. Aber der war jetzt kein Songwriter. So. Ja, ja. Das die Dokumentation, ich schicke das mal, wenn es interessiert. Ich glaube, das ist mega spannend. Darum ist Songwriting ist etwas unglaublich Spannendes, finde ich. Ja. Weil du hast wie die Welt offen. Du weißt nie, was passiert. Du bist Pionier. Du bist neu am Entdecken. Wenn du kreativ unterwegs bist, dann probierst du jetzt mal etwas Neues zu machen. Du erschaffst etwas eigentlich von null auf. Darum finde ich auch zum Beispiel jetzt mit dem Song «Up in the Sky», was wir mit dem Song alles haben können erreichen bis jetzt. Das ist eigentlich unglaublich. Also weißt du, mit einem Lied und es ist irgendwie auch verrückt. Ich meine, wird heute noch gespielt, sehr viele Schulen singen diesen Song und ich habe das Gefühl, er ist wirklich so ein bisschen, also vielleicht übertreibe ich jetzt, aber er ist wirklich schon Teil fast von der Schweizer Kultur. In einem gewissen Sinn. Natürlich nicht so stark wie andere Sachen, aber trotzdem irgendwie. Es ist so wie für die Ewigkeit haben wir es geschafft, um etwas zu machen, wo relativ vielen Leuten etwas bedeutet, aus welchem Grund auch immer. Und das ist eigentlich wahnsinnig. Yeah. Also einfach die Vorstellung, dass wir etwas geschafft haben, ist wahnsinnig cool, aber es kann auch nervig sein, weil du wirst halt immer mit dem Song in Verbindung gebracht. Yeah. Und egal, was du machst, und das ist auch wahrscheinlich, vielleicht schaffen wir es nie, zu einem Song machen, wo der Song erreicht hat, ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich, dass man das noch schafft. Und das kann auch schwierig sein. Also weißt du, wenn halt weißt, oben ist wieder Zenit gesehen und du bist jetzt langsam am zerfallen. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Es ist auch schön und man ist dankbar für das. Aber das ist auch das Negative, wenn du so einen Song hast. Es ist, nein. Mit dem musst du auch umgehen können. Ich denke immer bei so Sachen, ich denke immer, es öffnet dir unglaublich viel. Und die Beständigkeit von der Qualität und auch Durchhaltewille und Arbeit etc. erntet dann, was eigentlich so eine Hit gesagt hat. Ich sehe es immer so, dass vielleicht werdet ihr nicht einen grösseren Hit haben,
Aber dir als Band und eben für alle die Live-Konzerte und Touren und weitere Alben, die noch kommen werden, werden dir ein unglaubliches Werk können anlegen. Und ich glaube, das ist eben wie das Ernte von was der Hit gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Das ist schwierig zu beschreiben. Nein, ich weiss, glaub, ein bisschen, was du meinst. Für mich ist es auch noch, halt noch zusätzlich Arbeit. Also ich meine, auch alles, was wir jetzt erschaffen und so, ist auch Arbeit. Und vor allem, was man ja nicht sieht, ist, finde ich, das ist auch etwas, was sehr viele Leute, die nicht kreativ arbeiten oder nicht Songwriting machen, nicht verstehen, ist, dass so ein Hit entsteht, nicht einfach so. Yeah. Es braucht ganz, ganz viele Songs, schlechte Songs, die einfach, wo dann irgendwie als Kombination dazu bringen, dass so ein guter Song kann geboren werden kann. Und das ist eine riesen Arbeit. Und dann auch wenn du die ursprüngliche Songidee ist, ist es nochmal eine riesen Arbeit, um diesen Song wirklich dann, ich meine, du musst bis zum Schluss, ich weiß nicht, wie viel du fällst vielleicht insgesamt vom ersten Ton weg, wo du singst bei so einem Song, keine Ahnung, fällst du vielleicht 10'000 Entscheidungen. Und jede Entscheidung kann den Song dann schlechter oder besser machen. Yeah. Das Coole ist, beim Musikmachen, du kannst theoretisch immer wieder zurück, wenn du ein Bild malst, wenn du mal einen Strich gemacht hast, meistens dann hast du ihn gemalt oder kannst du glaube auch noch korrigieren. Aber beim Musikmachen kannst du immer wieder ein Schritt zurück, aber trotzdem, es ist, und du läufst so viel in die Sackgassen rein beim Songwriting machen und ich weiss noch gut, der Prozess beim Up in the Sky Song schreiben, eben, der Esra hat die ursprüngliche Idee gebracht. Ich habe die Idee gut gefunden, den Text, den er hatte, habe ich gut gefunden und schon nur einmal, bis ich dann den neuen Text hatte, bis ich noch den Pre-Chorus, den Chorus, den Bridge hatte und so. Das sind alles Sachen, wo ganze Haufen Entscheidungen sind gefällt worden von mir oder von wem auch immer, von der Band, vom Produzent und so. Und es ist eigentlich verrückt. So ein Song, bis er wirklich fertig ist, was es für ein Werk ist, in diesen drei Minuten, die man geschaffen hat, ist wahnsinnig eigentlich. Und ich glaube, ja, Musik ist so etwas Geheimnisvolles, was ein Song ist und was ein Song kann bewegen und wieso bewegt ein Song das. Und niemand weiß wirklich Up in the Sky. Ich meine, die Radios haben Up in the Sky nicht von Anfang an spielen, weil es einfach so komisch und so vielleicht zu optimistisch und plump und irgendwie, es passt auch nicht in die Zeit rein, passt eh nicht zu uns, passt eh nicht zum Energy und so. Und sie spielen ihn heute noch. Aber es ist auch erst, sie haben, zum Beispiel Energy hat den Song auch erst angefangen zu spielen, etwa ein Jahr, nachdem er draus war, oder zwei Jahre. Und sogar das SRF 3 oder damals der RS 3 haben ihn von Anfang an nicht gespielt. Und dann, als er von allein in die Charts ist gekommen, das weiß ich noch. Er ist in den Charts, ist er einfach aufgekommen. Das ist für einen Schweizer Song recht gut, so Top 10 ein paar Wochen. Und dann plötzlich haben sie geschnallt, hey, der kommt wirklich gut an, der Song. Und dann haben sie ihn aber spielen, haben die Umfragen gemacht und dann ist er heute immer noch so in der Rotation. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es hat niemand geahnt gehabt. Und das ist schon etwas mega Geiles. Und das finde ich, und das begeistert mich am Songwriting machen und Musik machen. Du schaffst schon etwas mit deinem kleinen Zimmerli, wo das Potenzial hat, um die Welt zu verändern eigentlich. Ja. Du kannst theoretisch mit einem Song die Welt verändern und Multimilliardär werden. Vielleicht nicht Multimilliardär, aber du kannst einen riesen Erfolg haben mit einem Song. Und es ist einerseits dass die Kombination zwischen Lotto spielen, hart arbeiten, alles ausprobieren, mit deinem Hirn und mit dem Dings. Theoretisch hast du das Potenzial, um etwas zu machen, wo du kannst die Welt erobern damit. Und das finde ich unglaublich spannend und es reizt mich extrem. Und etwas Neues machen, du kannst etwas Neues entdecken, du bist Pionier und so. Und ja, einfach, natürlich ist es dann nicht so, gell? Es braucht einen Haufen Arbeit und einen Haufen glückliche Zufälle, dass du mal so einen Song hast, der dann wirklich auch und die richtigen Leute kommt und so weiter, aber ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, ob du, eben wie du sagst, ein Hit schreibt sich nicht von allein, oder? Und ich behaupte jetzt mal, man hat auch nicht bei jedem Lied der Anspruch, dass es ein Hit ist. Es gibt auch Lieder, die irgendwie eben sich entwickeln, wo du irgendwie fühlst, das ist mir jetzt wichtig und das kommt jetzt irgendwie aus mir raus. Und
Und das meine ich eigentlich mehr, dass natürlich hat man gerne Hits und es ist ja mega geil, wenn es passiert, aber du kannst eben planen, kannst eh nicht. Und wenn du das jagst, dann kommt es wahrscheinlich auch nicht gut. Genau, oder? Weißt du wieso? Weil dann schaffst du es nicht, oder? Ja, weil du den Kopf macht dann das Herz kaputt irgendwie. Genau. Du bist dann zu kopflastig. Und das meine ich eben mit dem Ernten, dass, weißt, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dass Menschen wissen, was 77 Bombay Street ist. Ja, okay. Es hat wie die Türe geöffnet und jetzt kannst du dort... Und jetzt zum Beispiel, wie heißt der dritte jetzt vom Album? Die Single? Nein, der dritte Song auf dem Album. Von dem Album jetzt? Ja. Yellow Bus. Ist der vierte. Also wir haben zuerst Drifters in the Wind, Karaoke Girl und jetzt ist Yellow Bus. Ja. Als Single aber, von dem... Nein, auch nicht Single, sondern ich meine wirklich Song Nummer 3. Ah, Song Nummer 3. Wie heißt der? Ist es nicht... Ich habe mein Handy nicht da. Findest du den gut, oder wieso? Den finde ich voll geil. Aber dann ist, glaube Drifters in the Wind, ist, glaube der erste. Ich glaube, es müsste Yellow Bus sein. Der Song ist Train Home. Ist es so eine ruhige? Ja. Ah, wirklich? Gefällt dir der? Das finde ich voll geil. Okay, zum Beispiel. Also weißt du, der hat wirklich so, da ist man dann auch durchgelaufen, der hat resoniert. Ja, so, okay, oder? Ja. Aber das ist ja jetzt nicht der offensichtliche Radio-Hit, wo du sagst, da knallen wir morgen an alle Radiostationen, sondern das meine ich eigentlich, oder? Interessant, Es öffnet einem, eben es öffnet einem auf einmal die Möglichkeit, dass ich finde, das ist ein ruhiger Folksong eigentlich, oder? Das finde ich voll geil. Merci vielmals. Und das meine ich nur als ein Beispiel. Aber dass das möglich ist, wenn jetzt das der einzige Song war, den du jemals rausgebracht hast bis jetzt, oder? War schwierig, dass ich da überhaupt gehört habe. Ja, natürlich. Dass du jetzt da hockst. Also, ja, es ist auch, wenn du anschaust, wenn es aber nicht würde geben, wenn jetzt einfach eine Band wäre mit diesen vier alten Leuten und die hätten das Album jetzt rausgebracht, was sie rausgebracht hätten, das ist auch logisch. Ich meine, die hätten null Erfolg gehabt. Also ich glaube null. Oder vielleicht minimal, also ein bisschen gemein gesagt. Aber es hat niemand interessiert. Jetzt sind sie einfach überall auf dem 1. Weil es einfach eine unglaublich geile Band ist gesehen früher und auch heute noch. Also gar nicht zum Negativ reden über Abba. Nein. Aber auch zum Beispiel Ed Sheeran. Ich meine, alles, was der jetzt rausbringt, landet einfach auf dem 1. Und ich glaube, der hat sich so etwas wahnsinnig Hochs aufgebaut. Der müsste jetzt wahrscheinlich 5 grotte, schlechte, miserable Songs rausbringen, dass er sich das irgendwie noch zerstören kann, sein Image, was er gemacht hat. Beim Robbie Williams ist das ja mal so gesehen. Weißt du noch, wo der Robbie Williams Rootbox rausgebracht hat? Oh mein Gott. Ist mega schlecht gewesen, oder wie? Ich habe es eben geil gefunden. Er hat mit den Pet Shop Boys zusammen geschafft. Ja. Und er hat vorher einfach die bezrockige Ballade. Wie hat das geheißen? Aber es ist nicht das Swing-Album, das er gemacht hat. Nein. Dort sind ja die Leute. Das finde ich sehr gut. Das finde ich voll geil. Ja. Und dort ist ja die Plattenfirma zuerst auch dagegen gesehen. Hast du ja. Wie sie gefunden haben, was soll das? So. Ja. Nein, sondern mach mal Diskografie von Robbie Williams. Kannst du das mal schnell groß machen? So, schau jetzt. Schön eins nach dem anderen, oder? Erstes Album, da ist Angels drauf gesehen, dann hat das zweite Album, das hat auf so ein paar Rock-Dinger gehabt, Sing When You're Winning, Swing When You're Winning, Escapology, da ist viel drauf gesehen, was ich glaube sogar noch der größere Hit ist als Angels. Intensive Care ist gesehen mit da, 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 da. So, und dann Rootbox ist zwar auf dem 1 gesehen, und hat so was. Siehst du, hat weniger Wochen als die anderen. Weniger Wochen und hat irgendwie auch nur 3-mal Dings. So. Ja. So, und dort ist das so eine. Ah, ich schaue auf Verkäufe, 2 Millionen. Und vorher hat es 6 Millionen gesehen, 7 Millionen, 6. Okay, das hat auch mit der Zeit zu tun, gell? Natürlich, dass es allgemein immer runtergegangen ist. Aber 2006 bist du jetzt noch nicht so im Streaming-Alter gesehen. Ja, stimmt, ja. Also, es ist offensichtlich ein Flop gesehen, für seine Verhältnisse. Ja, ja. Und er hat sich nachher. Ist schon geil, wenn du in 4 Ländern Nummer 1 bist und es ist ein offensichtlicher Flop. Für seine Verhältnisse. Ja, ja. Und das habe ich spannend gefunden, weil in seinem Fall ist dann tatsächlich gesehen, wegen diesem Album. Und von dem hat er sich nie ganz erholt. Ja, es ist hart. Ich glaube, man holt sich schon wieder davon, aber ich glaube, es tut auch gut, weil es holt ja von Boden ab. Und du siehst, hey,
Auch du stinkst beim Scheissen. Ja. Sorry. Ja, ja. Aber ich meine, du bist auch normal. Du kochst auch nur mit Wasser und also, machst auch mal etwas mega schlecht. Eben, für seine Ticketverkäufe hat es keinen Unterschied gemacht. Ja. Weißt du, weil eben die Leute gewusst haben, das ist eine Entertainment-Show. Mm. Dann hat er sogar das macht er auch super. Ja. Genau, mit der Zeit hat er sogar, jetzt hat er Songs, wenn ich die los auf irgendeinem neuen Album, denke ich so, das ist obviously ein Live-Song. Mm. Also es ist nur für das produziert worden. Der ist zwar jetzt da schnell streambar, aber da hat man einfach mal kreiert, damit denen mit dem Foto die Show war. So, oder? Also es ist völlig auf das aufgebaut, sozusagen. Und darum, ich glaube schon, wenn der Ed Sheeran jetzt richtige Grütze würde machen, es ist jetzt ein bisschen anders produziert als früher. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht mehr so gut. Hast du das neue Album gelesen? Ja, ich habe jetzt reingelesen, bin aber noch nicht so intens. Also, nein, ich muss sagen, er hat schon sau starke Songs. Yeah. Also es ist falsch formuliert, ich finde es glaube nicht mehr so originell wie das, was er früher damals gemacht hat. So Shape of You und so, ist so mega, mega originell gefunden, habe ich gefunden. Aber, eben, es hat dann sicher auch noch ein bisschen mit der Produktion zu tun, oder? Dass du dann auf einmal machst ein bisschen mehr mit Disco-Stampfen und so. Das 80s Sounds, alle arbeiten heute mit dem. Halt. Genau, ist jetzt sehr trendy. Ja, genau. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Aber ich glaube immer, die Essenz von einem guten Song hörst du dann trotzdem. Weil eben ist die Melodie, die da bleibt. Das stimmt. Irgendwie die Abfolge. Stimmt, ja. Und ich glaube, das hörst du schon immer raus. Man könnte es anders produzieren. Und es ist auch noch spannend, weil, weißt du, es ist ja dann auch schnell. Von jedem Song hat er dann auch schnell eine Akustik-Version draussen. Und eben, dann hörst du die mal so ein bisschen kondensiert und findest so, okay, ich sehe es, alles klar, das ist der Song. So, oder? Aus dem haben sie dann das produziert und darum läuft es jetzt zu tot am Radio. Ja. So, drum. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir ziemlich genau bei zwei Stunden. Schnell vorbeigegangen. Ja! Und, ist viel rausschneiden, hä? Soll ich? Nein, ist gleich. Nein, das lassen wir alles drin. Zum Abschluss, was ich immer frage, und das bei dir auch schon ein bisschen raushörbar gesehen, aber das frage ich immer am Schluss, was machst du eigentlich, um dich gut zu fühlen? So spezifisch. Und finde ich eben auch immer etwas Wichtiges. Zum Schluss. Ja, also zum mich langfristig gut fühlen und so wirklich, wirklich, wirklich gut fühlen, habe ich mal angefangen, dass ich mir immer wieder überlege, wo befinde ich mich in meinem Leben und was für Entscheidungen habe ich getroffen, die ich gut finde und welche Entscheidungen vielleicht nicht so gut und wo, was möchte ich besser machen in Zukunft. Und dann mache ich manchmal so wie eine Prioritätenliste und so. Also manchmal ist es übertrieben, aber vielleicht einmal im Jahr oder zwei, dreimal im Jahr. Immerhin, ja. Und überlege mir das, dass ich so ein bisschen, dass ich so ein in die Richtung, dass ich so, glaube, mein grosser Wunsch ist, dass ich mal mit 80, hoffentlich, wenn ich 80 werde, auf dem Sterbebett liege, dass ich, wenn ich zurückschaue, dass ich mir sage, hey, ich habe ein gutes Leben gehabt und ich habe das Beste daraus gemacht und probiere, mein Potenzial auszuleben. Und ich glaube, das ist für mich, glaube das ultimative Feel-Good. Ich glaube nicht, ich meine, man hat Scheißtage, man hat gute Tage, man hat Niederlagen, man hat Erfolg, man hat schöne Gefühle, kurzfristige Sex, feines Essen, Drogen und so weiter. Aber, also ich konsumiere keine Drogen, aber ich glaube, ultimativ, was einem ein gutes Gefühl gibt, ist, wenn man, wenn man sein Potenzial, glaube ich, hier auf der Welt, klingt auch schon fast religiös, aber ich glaube, das ist ultimativ, was einem ein befriedigendes Gefühl gibt, wenn man denkt, hey, ich habe, was es auch immer ist, ich habe es gut gemacht, irgendwie. Für jemanden kann das sein, für mich ist jetzt momentan das mit der Band, dass ich hier noch dranbleibe, dass ich das mache, dass ich Musik mache, weil ich merke, ich habe hier viele Leute berühren. Ich habe das Gefühl, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, so ein bisschen. Auch wenn ich jetzt nicht massiven Erfolg habe oder so, aber irgendwie, es fühlt sich richtig an. Ich höre auf mein Herz und mache nicht irgendetwas, weil ich Angst habe, dass ich zu wenig Geld verdiene oder so. Oder ich lasse mich nicht von der Angst regieren. Und, und für jemand anderes kann es sein, dass er einen ganz normalen Job hat und zufrieden ist und, und dort irgendwie sein Glück findet und so. Und die langfristige Befriedigung. Schön. Hey, Matt, vielen, vielen Dank. Hey, sehr gerne. Bist du auch gewesen? Ja. Geil gewesen, komm wieder mal. Sehr gerne. Viel Erfolg.
Yeah. Mit dem Album. Konzert spielen wir in einem Jahr eigentlich. Genau, wir sind immer wieder ein bisschen unterwegs. Hoffentlich jetzt die Festivals, die zweimal haben verschoben werden, können wir endlich nächsten Sommer spielen. Yeah. Und dann noch die grosse, mega geile Start-Over-Tour im Herbst, Winter 22. Jetzt Tickets holen, überall in allen Vorverkaufsstellen. Jetzt zuschlagen. Sehr schöner Werbespot zum Schluss. Das war's gesehen. Danke vielmals, Christoph. Alles Liebe, bis bald. Peace. Boop, boop, tschüss zusammen.